Ja, huhu, hier wieder beim Koali zu einer neuen tollen Rollenspielrunde. Wir spielen heute Plüsch, Power und Plunder. Ich habe das Heftchen, das ist eigentlich nur ein Regelheftchen, gar nicht hier in die Kamera halten, weil das spiegelt eh und wir, keine Ahnung. Wenn ihr das System nicht kennt, guckt mal auf Google, da findet ihr garantiert irgendwas. Gut zu wissen für Leute, die das erste Mal reingucken. Ich meine, es ist jetzt inzwischen schon der 8. Teil, glaube ich. Ja. Auf YouTube, auf meinem Kanal, Link gibt es unten drunter, könnt ihr die ersten Runden gucken. Oder ihr geht einfach auf den Nerdpool, www.nerdpoolforum.de. Link gibt es auch unten drunter. Wichtig zu wissen, meine Spieler, hallo erstmal an Feder, Nilex, Rarazal und an Dioxin, spielen kleine Plüschtiere, die auf magische Art und Weise belebt sind und sich in einer merkwürdigen Situation befinden, denn sie befinden sich nicht nur in der Menschenwelt, sondern auch mit der Menschenwelt ist irgendwas nicht ganz in Ordnung. Oh, hallo. Eva ist qualified, hallo. Sehr schön, das funktioniert also auch. Dankeschön. Diese Menschenwelt, in der sich die kleinen Plüschis befinden, ist nicht unbedingt das, was in dem Regelwerk beschrieben ist, falls ihr das System kennt, sondern es ist so eine merkwürdige, abgewandelte Art der World of Darkness, ein anderes Rollenspielsystem. Also ich mixe hier bunt und munter durcheinander. Und auch die Regeln werden hier nicht ganz so gerade genommen, aber das kennt man, wenn man meine Streams kennt. Wir spielen einfach ein bisschen cinematisch, würde ich das mal, oder cineastisch nennt man das, glaube ich. Das heißt, bevor wir würfeln, überlegen wir erst, können wir das nicht beschreiben. Und meistens funktioniert das eigentlich auch. Gut, ja, wie gesagt, wir haben Spieler dabei, nämlich die Feder als Nona. Nona ist ein kleiner Plüsch-Teddy und ziemlich, so ein Streber würde ich erst befunden. Bist du Streber? Ich bin überhaupt kein Streber. Hallo, ich bin hier. Einer muss ja auf die anderen aufpassen, wenn die immer nur Scheiße bauen. Ja, also die Gruppenmama. So könnte man das vielleicht beschreiben, ja. Als wenn wir Scheiße bauen würden. Ja. Hallo, Nona to the rescue. Ja, dann haben wir natürlich Bunny dabei. Nilex spielt Bunny. Nilex hat auch eine Kamera. Allerdings hat sie Technik-Gremlins und ja, wie das aussieht, wenn sie ihre Kamera anschaltet, das könnt ihr jetzt gleich laufen und sehen. Die steht nämlich auf dem Kopf. Ja, Nilex Welt steht leider verkehrt rum. Das ist ein ganz kleines bisschen blöd. Zumal es jetzt auch nicht damit getan ist, einfach die Kamera zu drehen, weil das impliziert, dass ich meinen gesamten Laptop jetzt einmal drehen würde. Deswegen bleibe ich hier einfach unter der Decke hängen und fühle mich wohl. Okay. Ja, Bunny ist ein ziemlich agiler, aufgedrehter Plüschhase. Und wie einige andere hier inzwischen abhängig von Waschmittel. Und man will ja sauber bleiben, ne? Ja. Führt uns zu Fred. Fred ist ein großer, gutmütiger, aber nicht ganz so heller Plüschelefant. Ja, ich bin so. Der sich auch gleich erstmal überhaupt nicht angesprochen fühlt. Ja, ja. Was? Was? Ich bin nur hier, um auf die anderen aufzupassen. Und Nona sagt mir dann immer, was ich machen soll. Ja, so ungefähr läuft es ab. Und dann haben wir noch den eigentlichen Chef der Gruppe. Wenn nicht sogar der ganzen Welt. Ja, Grumpy, ein Plüschchamäleon. Und das Plüschchamäleon Grumpy ist, wie der Name schon sagt, immer etwas grummelig drauf, findet die ganze Welt eigentlich nicht so toll.
weil sie einfach nicht bis jetzt nicht anerkennt, dass Grumpy eigentlich der Beste und Größte und Tollste ist. Ja, ich werde auch manchmal gefragt, ob es Dinge gibt, die ich nicht weiß. Die gibt es natürlich. Es gibt auch Sachen, bei denen ich mir sehr, sehr sicher bin. Ja, genau. Eigentlich weiß Grumpy auch alles. So. Die anderen machen es nur. Grumpy ist sehr, sehr schlau. Ja. Und wenn er was nicht weiß, dann weiß er nicht, dass er es nicht weiß. Ja, und wir können kurz mal für die Leute, die vielleicht den letzten Teil nicht gesehen haben, beschreiben, was denn beim letzten Mal passiert ist. Es ist schon eine ganze Zeit lang her. Von daher macht ihr das am besten mal so irgendwie als Gemeinschaftsprodukt am besten. Ihr könnt euch ja gegenseitig ergänzen. Es gibt jemanden, der hat den Stream zumindest den letzten Stream ein bisschen noch geguckt. Ich glaube, Nilex hatte den ein bisschen angeguckt. Du kannst den zumindest kannst du den Anfang oder das Ende machen? Ende. Das Ende. Ja, dann müsst ihr den. Ich mach das Ende, ja. Gucken, dass ihr das noch hinkriegt. Hallo, Mr. Penny Screw übrigens. Ich versuche das einfach mal. Wir hatten ja gerade schon so ein bisschen versucht, das zusammen zu puzzeln. Wir waren ja in der Bar, in der Feenbar und haben da ja neue Freunde gefunden. Komische, lustige, große Trampler, die irgendwie anders sind als andere und die irgendwie offensichtlich auch einen Obermutz haben, der so interessiert an uns war, dass er sie uns kennenlernen wollte. Das heißt, wir haben uns dann aufgemacht in einer gemütlichen Tasche. Beschissener Weg fällt mir gerade ein. Egal, auf jeden Fall waren wir dann bei der Prinzessin aus dem Feenreich, weil ihr Papa der König ist, wenn ich das richtig erinnere. Und alle waren ganz respektvoll und wir waren halt Plüschis und Grumpy hat die Wand bemalt und wir mussten... Wir alle haben die Wand bemalt. Grumpy nein, stand nachher dahinter und hat bemängelt, was wir falsch gemacht haben. Ja, und ich meine mich zu entsinnen, dass du versucht hast, davor zu bewahren, irgendwelche Vasen zu zertrümmern. Ja. Im wilden Rumgehüpfe. Und da versucht hast, für nicht allzu viel Chaos zu sorgen. Ist natürlich nicht so richtig geglückt. Auf jeden Fall haben wir ein sehr nettes Gespräch auf ihrem Schoß gehabt. Die war ganz cool, die Frau. Anders als diese komischen Trampler. Die trampelt übrigens auch nicht, fällt mir gerade ein. Die ist ganz leise. Also wenn die schleichen will, ist die wahrscheinlich noch leiser als nicht hörbar. Auf jeden Fall voll cool. Und die hat versprochen, die hilft uns, weil die uns auch cool findet. So, und dann sind wir wieder zurück und haben gewartet. Und das war voll langweilig und voll doof, weil sauber machen durfte ich mich ja nicht. Und weg wollten wir ja auch nicht, weil wir wollten ja wissen, was geht. Und dann haben wir gehört, dass sie in dem Loch ist. Und also in dem, wo Freds Auge schon mal drüber geflogen ist. Und dann haben wir uns aufgemacht zu dem Loch. Und da hat dann Nonna mit Fred noch mal weiter erkundet und unser Mädchen gesucht. Und also ich bin unter den Zaun durchgekrabbelt, weil ich bin ja auch ein Muthase und danach war ich ein bisschen dreckig. Aber was soll's, man kann ja mit Waschmittel alles wieder sauber kriegen. Blütenschnapp riecht ja auch so gut. Und jetzt war der Plan, wenn ich richtig remember, wir wollten da alle runter, weil es ist gar nicht so dreckig und es stinkt gar nicht so. Und wenn Grumpy sagt, wir können da runter, dann hören auf einmal alle auf ihn. Wenn ich das sage, ist das natürlich nicht richtig. Ja, generell, ja ist noch, generell ist noch zu sagen, dass ihr generell euer vermisstes Kind wiederfinden wollt. Das Kind, was... Ach so, ja, ich dachte, das wäre selbstverständlich. Zu dem ihr gehört. Ja, vielleicht guckt einer zu, der es noch gar nicht geguckt hat. Ne? Ja, der versteht doch eh nicht, wovon wir reden, wenn wir von Witzelfatzelfänger und Blütenschnapp sprechen. Tja, dafür... Und Plüschfels, dass wir retten müssen. Die ersten Teile gucken. Ja. Und die näheren. Ja. Ah. Also viele Begriffe fallen hier um sich, also guckt's. Und die Unterwelt. Guckt's mal nach, genau. Ja, also ihr wart bei der Feenkönigin und die hat euch Hilfe zugesagt. Natürlich nicht wirklich umsonst. Ich weiß nicht, ob ihr das behalten habt, aber eine Hand wäscht die andere, so funktioniert das ganze System halt. Nö, das habe ich ausgeblendet. Ich wollte uns helfen, gut. Man muss sich auf das Wesentliche konzentrieren. Ja. Grumpy hat natürlich die fehlerhafte Historiengalerie im Warteraum des Palastes natürlich verschönern wollen und berichtigen wollen. Und ja, ihr habt ja dabei geholfen. Das war ja auch ganz nett. Ja, und dann ging es zurück in den Laden, in das Pub. Und da seid ihr mit den euren beiden neuen Freunden mit dem großen Troll, der keinen Namen hat. Ja. Dem hatten wir doch einen Übergangsnamen gegeben. Wie hieß der denn? Genau. Sehr gut. Ja. Der Troll hat halt seinen Namen verloren.
Und ja, ist, der hängt immer mit Boss rum. Und Boss ist ein ziemlich merkwürdiger Geselle. Aber bisher hat er den Plüschis immer ganz gut geholfen. Sonst hängt in der Bar immer noch Tom rum. Tom ist immer sehr hilfsbereit, auch wenn ihn das annervt, dass er hilfsbereit ist. Ja, wie war das? Es ist schon scheiße, ein Einzelmännchen zu sein. Ja. Und natürlich Sabrina, die Besitzerin der Bar, ihres Zeichens höchstwahrscheinlich ein Satyr. Die ist voll nett. Die hat uns aus einem Brotkorb mit so einem Tuch ein voll kuscheliges Nest gebaut, wo wir uns drin reinkrümmeln konnten und so. Ja. Okay, ja. Dann seid ihr mit und Bossy oder Boss zu diesem großen, zu dieser Baustelle gegangen. Und da, wo sich die Näherin befinden soll oder auch das Kind befinden soll, irgendwie hängen die beiden miteinander zusammen. Und ja, seid auch, glaube ich, schon beim letzten Mal auf die Baustelle draufgeschlichen. Was jetzt ja für Plüschis im Dunkeln gar nicht so kompliziert ist. Und seid da eine dicke Baustellenleiter unten in das Tunnelsystem hinabgestiegen. Weil in der Stadt, in der das Ganze hier spielt, gibt es eine riesen Verkehrsbaustelle inmitten des Stadtzentrums. Und da wird alles gebaut, von der Autobahn oben bis zur U-Bahn unten. Und ihr seid jetzt unten in die U-Bahn-Schächte runtergestiegen. Genau. Ja, dann seid ihr jetzt unten in den Tunneln angekommen. Habt ihr eigentlich irgendwas an Licht mitgenommen? Ich glaube nicht. Nein. Nö. Plüschis. Gut, so Lücke. Ich gehe immer noch davon aus, dass Fred leuchten kann, wenn er sich ganz doll anstrengt. Also irgendwer hat mal zu mir gesagt, ich wäre keine besonders helle Leuchte. Ja, aber ein bisschen also, Licht reicht doch. Okay, wenn ich mich ganz, ganz doll anstrenge, klappt das vielleicht. Ich probiere es mal. Wenn er sich ganz, ganz doll anstrengt, kriegt er gleich einen knallroten Kopf, aber vielleicht reicht das ja auch. Wer weiß. Ja. Fred strengt sich an, drückt die Augen fest zusammen. Man sieht. Ich gebe mal ein bisschen von seinem Hinterteil weg, nicht, dass er statt Licht stinkende Luft macht. Nein, das passiert nicht, aber er fängt auch nicht an zu leuchten. Also noch wird der Gang ein bisschen hin und wieder halt mit Licht versehen durch kleine Lampen, die oben an der Decke hängen. Aber wer weiß, wie lange das ist? Ich denke, es ist besser, wenn ich vorgehe, weil es kann ja sein, dass da was ist und. Und ich bin ja der Größte und der Stärkste von uns. Und wenn dann was ist, dann kann ich euch beschützen. Aber denk dran, wenn du diesen komischen Reiter mit der Sense auf dem Mini-Pony siehst, gib Bescheid. Mach ich. Ich finde auch, ich sollte auf jeden Fall auch breit vorne laufen. Ich bin schließlich der Hase hier. Hast du, der Nummer 5 in der Gruppe, ja, ein Plüsch-Pokémon, meldet sich zu Wort und meint, wäre es nicht besser, wenn jemand vorgeht, der weniger trampelt? Ich bin ganz leichtfüßig. Ja, auf seine Art. Ich kann vorgehen. Wie eine Elfe. Ich könnte Freds Auge mitnehmen und vorgehen. Warum willst du denn sein Auge mitnehmen? Na, weil wenn es mich dann frisst, wisst ihr, dass ihr weglaufen solltet. Genau, weil Fred sieht dann, was passiert. Genau. Aber es soll dich nicht fressen. Na, ich pass schon auf. Ich habe ja auch das große Fellball überlebt, das hinter der Klappe gewartet hat. Ich kann das. Das gemeine Fellball. Ja, Fanny streicht dich nochmal die Ohren glatt, macht dich groß. Ach, gib mir dein Auge. Okay, aber pass gut drauf auf, ja? Es hat die Tendenz, schon mal wegzufliegen und nicht wiederkommen zu wollen. Ach, was? Sag nicht. Ja. Das letzte Mal hochgeworfen hat, du Nase.
Los, her damit. Es hört gut und ich plopp's ab und geb's ihm mit meinem Rüssel in die Pfote. Super. Ich klemm das zwischen beiden Pfoten ein und mach mich auf den Weg. Hüpf, hüpf, voran. Ja. Leise. Hüpfend. Hüpfend. Schnell. Ah, Bunny, hüpf nicht so, sonst wird mir ganz schlecht. Ja, schade, dass das Ohren und Augen nicht Ohren sind. Ich höre dich nicht. Ich hüpf halt immer. Ich warte mal so ein bisschen und dann gebe ich der Gruppe das Zeichen, dass wir jetzt hinterhergehen. Und dann trippeln wir leise hinterher. Der Boden ist mit großen, unförmig ausgehauenen Steinen bestückt. Also merkwürdig. Mhm. Auch die Wände und es ist alles ein bisschen oben gewölbeartig. Wie gesagt, von kleinen Lampen beleuchtet, die sich an der Seite und an der Decke entlang ziehen. Mit merkwürdigen, komischen Schnüren verbunden sind. Wer auch immer das da angebracht hat. Und das Einzige, was Bunny irgendwie noch sonst merkt, außer dass dieser Boden relativ uneben ist, auf dem sie sich bewegt, ist, dass die Steine relativ kalt sind und ungemütlich. Und hier und da findest du an den Seiten Materialkisten, hinter denen man sich auch verstecken könnte. Oder ein paar Säcke mit irgendwas Komischem drin. Oder eine Schaufel. Oder ein Eimer oder sowas. Also sehr viele gute Versteckmöglichkeiten. Und du wuselst hin und her und springst von einer Ecke in die andere. Und irgendwann erreichst du einen etwas größeren Raum, in den der Gang hineinführt. Und ein frischer Windzug weht dir um deine Plüschhasennase. Also scheint es hier irgendwie wieder Richtung Oberfläche zu gehen. Wer weiß, wo kommt der Wind her? Und okay. Ja, du stehst dann an einem, ja, für die großen Trampler gedachten Geländer. Also für dich ist es kein wirkliches Hindernis. Und schaust nach unten, weil der Raum sich nach unten erstreckt. Rechts und links gehen zwei Treppen nach unten. Und alles ist groß und schön gemauert. Und unten wuseln ganz viele große Trampler herum. Ui, ui. Also ich würde auch auf dem Weg dahin, jedes Mal, wenn ich Deckung sehe, die prädestiniert ist, um sich zu verstecken, explizit Freds Auge drauf drehen, sodass Fred auch immer genau sieht, hier guckst du, da Deckung, da Deckung, da Deckung. Und wenn ich sehe, dass da unten ganz furchtbar viele Trampler sind, dann würde ich mich erstmal irgendwo verstecken, wo ich die beobachten kann und warten, was der Rest sagt. Ich gucke, ob ich mein Mädchen sehe. Sehe ich mein Mädchen da? Nee, schade. Es ist aber relativ, der Raum ist wirklich groß, also es geht ja nach unten erstmal, und nach oben geht es auch nochmal weiter nach oben, also das ist wirklich riesig, dieser Raum. Und unten siehst du auch mehrere kleine Tunneleingänge, die dann rechts, links und so weiter wieder weggehen. Und die großen Trampler haben da irgendwas aufgebaut, also ganz viel Licht auch irgendwie, die so Lichtdinger, die sich auch bewegen. Und die haben so komische gelbe Helme auf und ein paar von denen laufen halt da durch die Gegend. Mhm. Ja, wie gesagt, ich würde tatsächlich erstmal warten, bis der Rest sich zusammensammelt. Ja, die kommen dann irgendwann nach einer halben Minute oder so um die Ecke geguckt und sehen dich dann da an dem für große Trampler gedachten Geländer stehen. Guck mal, da sind ganz, ganz viele Trampler. Aber nicht unser Mädchen. Hat der Boss nicht gesagt, die arbeiten nicht, wenn es dunkel wird? Eigentlich dürften die doch gar nicht hier sein. Aber hier unten ist doch immer dunkel. Ja, aber draußen dunkel. Ja, aber vielleicht wissen die das gar nicht. Wie redest du denn mit Bunny? Die ist doch viel weiter weg als wir. Nein, Bunny ist doch aufgeholt. Ja, aufgeholt. Fred, du stehst neben deinem Auge. Ich weiß, Perspektive ist ein bisschen seltsam. Ja, das ist alles perspektivisch seltsam. Jetzt hast du mich dazu gebracht, aus der Rolle zu fallen. Schäm dich. Entschuldigung. Ja. Also, Bunny, du solltest mein Auge mal ein bisschen rumdrehen. Ich kann da deinen Bauch sehen. Oh, ich drehe den mal so, dass Fred sich selber sieht. Ich glaube, das verwirrt ihn. Lass das mal lieber. Welch hübscher Elefant. Ihr habt soeben einen Fred ausgeschaltet.
Fried ja, Nona guckt währenddessen runter und versucht mal zu erkennen, was machen die großen Trampler denn da? Wuseln die einfach nur im Kreis oder tanzen die oder hauen die Wände oder was sind das für bewegende Lichter? Also sie will mal so gucken, was die denn da jetzt so genauer machen. Also diese bewegenden Lichter haben die auf so komische stählerne Masten draufgeschraubt oder so. Einige von diesen Tramplern stehen auch an den Masten herum und ziehen da irgendwelche komischen Leinen. Ein paar von denen laufen wirklich einfach scheinbar wahllos durch die Gegend. Ja, und einige haben auch so große Geräte, die sie über der Schulter tragen. Und die verschwinden halt hin und wieder in den Tunnel. Manche tragen auch Säcke oder... Waren da nicht auch Säcke im Gang? Mhm. Ich will gucken, was in so einem Sack drin ist. Ich wusel wieder zurück. Ja. Dann kommst du an so einem Sack an, der ist, also nichts ist kein Leinensack oder so, aber es ist so ein Papiersack. Ja, mal gucken, was da drin ist. Komme ich da dran oder muss ich da hochklettern oder? Nee, du musst nicht hochklettern, aber es ist halt zu. Versuche ich mal aufzumachen, also so dran ziehen oder so. Ja, ist sehr, sehr straff. Und du kannst es mit deinen Teddy-Händen kaum richtig greifen, um es irgendwie nach außen zu ziehen. Deswegen funktioniert es ja. Ich habe doch eine Nadel dabei. Ich steche einfach so lange Löcher rein, bis ich ein Loch, bis ich mir so eine Linie gemacht habe. Ja, dann stichst du Löcher in der Linie rein und dann, dann kommt irgendwelches merkwürdiges weißes Zeug raus. Ich quatsch da mal mit der Foto weiß. So rein und heb das so hoch. Staub. Dann gehe ich zurück mit der weißen Foto. Die sind verrückt, die sammeln Staub. Guck! Das habe ich schon mal gesehen, Damit backt man Brot. Das nimmt man so mit Wasser und dann backt man Brot damit. Habe ich gesehen. Erinnert ihr euch noch an die andere große... Da, die hat mal Brot damit gemacht. Mit Staub? Hm? Brot, Staubbrot. Staubbrot. Du meinst die Trampler-Mama von unserem Kind? Das wächst also hier unten. Die machen Brot aus Steinen? Genau, die werden so verpulvert und dann in Wasser gemacht und dann macht man da Brot aus. Mann, bin ich froh, dass wir Grumpy haben. Staubbrot. 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 Oh. Ich weiß, warum ich sowas nicht mag. Das verklebt einem bestimmt die ganze Füllung, wenn man das runterschluckt. Da sind auch Gluten drin. Nee, dann esse ich das erst recht nicht. Was ist da drin? Gluten. Keine Ahnung, aber es klingt gefährlich. Aha. Das ist das, wenn was brennt, was unten drin ist. Das sind Gluten. Aber müssten die sich dann nicht verbrennen? Wieso sollten die nicht von Guten verbrennen? Naja, wenn was brennt und Grumpy sagt, das ist doch warm. Das stimmt. Das ist komisch. Naja, Gluten halt. Weiß man doch. Gluten in Staubbrot. Hm. Das Problem ist, wie machen wir jetzt weiter? Die haben doch gesagt, unser Kind war hier. Gehen wir nach links oder nach rechts? Oder was ist überhaupt links und rechts? Mein Opa hat gesagt, links ist da, wo er Daumen rechts ist. Aber ich habe keinen Daumen. Ich habe aber keine Daumen. Ich habe nicht mal Finger. Blöder Merksatz. Aber wir können auf jeden Fall festhalten, zumindest bei Fred gilt das, da wo das lange Ende raushängt, ist vorne und da wo das kurze Ende raushängt, ist hinten. Ich vergleiche die Länge von Freds Schwanz mit seinem Rüssel. Der Stream ist um 18, oder? Meinst du schon ganz hinten? Du bist ein Plüschrüssel. Also wenn ich mir das Bild von Fred so angucke, könnte es sogar sein, dass das beides gleich lang ist. Ja, ich wollte gerade sagen, du musst jetzt vorne, wo wir sitzen. Je nachdem, von wo man guckt.
Aber bei dem vorne Loch ist bei dem vorne Schwanz ist ein Loch drin und bei dem hinten Schwanz ist ein Puschel dran. Da ist aber auch ein Loch. Du hast ein Loch in deinem Puschel? Kreisrunder Haarausfall bei Fred. Oh mein Gott, das kommt bestimmt durch die Gluten im Staubbrot. Oh mein Gott. Können wir uns darauf einigen, dass bei Fred vorne ist, wo er Augen hat? Ich glaube, das ist am einfachsten. Und die Ohren. Die Ohren. Ja, das Problem ist ja, dass er nicht immer da Augen hat. Wenn stimmt, wenn wir ihm das andere Auge hinten dran nehmen. Oh. Bleiben wir bei den Ohren. Ich finde das gut. Da, wo die Ohren sind, da ist vorne. Ja. Ich komme an dem einen Ohr ist links und an dem anderen Ohr ist rechts. Gerade auch, ich glaube, ich weiß, wo bei mir vorne ist. Das ist schon okay, so wie das ist. Können wir jetzt bitte aber aufhören? Ich verunsichere mich total. Schön. Ja, ich gucke immer noch nach unten. Was machen wir denn jetzt? Ich schlage vor, wir werfen eins von Freds Augen in die Luft und da, wo es hin zeigt, da gehen wir lang. Das ist eine tolle Idee, ich bin dafür. Aber es ist auch rund. Ja, wir kümmern uns später darum. Was ist, wenn es wegfliegt? Genau, das letzte Mal ist es weggeflogen, als wir es geworfen haben. Ja, genau. Als es das letzte Mal aber weggeflogen ist, hat es unser Mädchen gefunden. Also sollten wir, wenn es diesmal wegfliegt, einfach hinterher hoppeln. Ich finde das voll gut. Ja, wirf das Auge, wirf so das Auge. Hoch, nein. Was ist, wenn die großen Trampler uns sehen? Oder Freds Auge? Ach, auf Freds Auge achten die eh nicht. Und wir sind einfach vorsichtig. Wir sind toll und wir verstecken uns einfach. Nein, nur so ein bisschen. Hochwert. Na gut. Ja, wisst ihr eine bessere Idee, wie wir den Weg bestimmen? Ich weiß es doch auch. Also ich weiß es natürlich schon, aber... Die Wege sind beide gut. Also wenn wir dadurch wirklich unser Mädchen finden, dann bin ich einverstanden. Das wird nicht toll. Und los. Ja, dann schmeißt mal das Auge von Fred hoch und dann fällt es wieder runter und bleibt auf dem Boden liegen. Hey, ich pauk mal so ein bisschen das Auge an. Du sollst unser Mädchen finden. Lass mich mal. Vielleicht hört sie ja auf mich. Wir haben so eine ganz. Ich versuch's mal. Okay. Du Auge, das ist jetzt wirklich, wirklich wichtig. Wir müssen unbedingt unser Mädchen finden. Und du hast uns schon mal so gut geführt. Du hast uns schon mal hier hingeführt. Zu dem großen Loch. Und jetzt... Du kannst ja jetzt keine halben Sachen machen. Du musst jetzt schon weitermachen. Und sagen, wie es weitergeht. Also, die Bunny wirft dich jetzt noch mal ganz hoch und dann zeigst du uns, wo es lang geht, ja? Gut, dass wir uns verstehen. Sehr gut, das hat bestimmt funktioniert. Ich nehme mir das Auge wieder zwischen beide Pfoten, gucke noch einmal in die Runde. Okay? Okay, ich mache einen beherzten Hüpfer. Ich drücke mal nicht vorne den Finger. Ich mache einen beherzten Hüpfer, bei dem ich die Augen schließe, das Auge möglichst weit wegschmeiße, hochwerfe und bete und hoffe, dass es funktioniert. Ich schmeiße das Auge relativ weit hoch. Fast sogar kommt es an die Decke und fällt wieder runter, purzelt ein bisschen in der Gegend rum und bleibt dann am Boden liegen. Scheiße. Grumpy schleicht. Es sagt nach rechts, da entlang. Sagt nach rechts und deutet nach links. Wahrscheinlich, ja. Bestechende Logik. Alles klar, wir machen das, was Grumpy sagt. Ja. Wir könnten uns ja auch runterschleichen und mal hören, was die großen Trampler zu sagen haben. Wäre auch noch eine Variante. Das war doch eine lustige Idee, ja. Vielleicht erzählen die ja was. Das Auge sagt nach rechts. Ja, dann gehen wir nach rechts. Grumpy bewegt sich ja schon und Bunny würde hinterher hüpfen. Nach links. Also da, wo Grumpy leise. Geht. Das Auge hat gesagt, ganz leise. Ich bin noch immer ganz leise. Ist das... Du Bunny. Ja. Ist das Auge von Fred vielleicht...
Schlauer als Fred. Da, davon ist auszugehen, aber ich befürchte eher, wir haben es kaputt gemacht. Vielleicht sollten wir ihm dann sein Auge zurückgeben. Dann ist er wieder ein bisschen heller. Heller nicht, aber das Loch ist wirklich nicht besonders hübsch. Ja, ich mach nochmal einen leisen, beherzten Hüpfer Richtung Auge und würde das mal aufpulen wollen. Nee, pass auf. Na, dann die rechte Treppe nach unten, oder wie? Also beziehungsweise ja. Die linke für euch. Ja, ihr wisst, was gemeint ist. Ich würde als Letzte gehen wollen und ich würde halt auch mal versuchen, so ein bisschen in die Nähe von so ein paar großen Tramplern zu kommen, die da, um mal zu hören, was die denn so reden. Ja. Also da liegt ja mit Sicherheit unten ganz viel Zeug rum, da kann man sich super verstecken. Ja, die so unterhalten zwischen zwei sich in einem merkwürdigen... Kauderwelsch, irgendwie irgendwelche Begriffe, die du noch nie gehört hast, irgendwie Presslufthammer, was soll das denn sein? Und Ausgrabung und Schienen und sowas. Ich hab Fremdsprachen, hilft das? Ja, es hilft dir. Du kannst ihn ganz gut verstehen, aber ja, du kannst mit den Begriffen nicht so ganz viel anfangen. Kann ich mir das auch mal anhören, Nona? Vielleicht verstehe ich ja auch was. Nee, ich glaube nicht. Geh du mal schnell hinter Grampi her und mach keinen Laut. Also, aber weißt du, ich kenne mich ein bisschen aus mit so großen Trampler-Sachen. Vielleicht erzählst du mir einfach mal, was die so sagen. Vielleicht, weiß nicht, kann ich helfen. Ja, wenn ich fertig bin mit... fremde Begriffe anhören, dann schleiche ich hinter den anderen her in den Tunnel und erzähle dann, also die haben gesagt, Presslufthammer habe ich nicht verstanden, Schienen ausgraben, weiß ich nicht. Und irgendwas von McDonald's. Ja, Zigarettenpause, was auch immer das sein soll. Aha. Darf ich mal auf Menschenwissen würfeln oder so? Ja. Das habe ich ja, die Fähigkeit tatsächlich. Mhm. Mit der dem Schlauste unglaublichen. Hat sich mal. Okay. Natürlich doch. Wenn du schon nichts von der normalen Welt weißt, dann über die Menschenwelt. Moment. Wie war das noch? Ich habe Menschenkenntnis 2, das bedeutet, Gott, wir haben so ewig nicht gewürfelt, wie läuft denn das nochmal? Du hast hinter deiner Stufe eine Chance stehen und dann wirfst du ein B100 und wenn du die unterschreitest, dann hast du gewonnen. Ja, so geht es mit dem Attribut, aber die 2 hat gar nichts zu bedeuten, das erhöht nur deine Chance zu gewinnen. Okay. Ich werfe also einfach das zugehörige Attribut, oder wie? Genau. Mhm. Und wenn du deine Chance unterschreitest, dann hast du bestanden. Und wozu habe ich den Punkt in Fähigkeiten gesetzt? Damit deine Chance steigt. Auf Stufe 1 hast du 30%, die du unterschreiten musst. Auf Stufe 2 hast du meistens 50%. Auf Stufe 3 70%. Ja. Und höher durften wir nicht. Korrekt. Okay. Gut. Okay, da wir hier kein Würfeltool haben, würfel ich einfach mal so mit dem Würfel bei mir, ne? Oder wie machen wir das? Okay. Würf am besten 2 W10er und leg einen als die 10er fest. Ja, 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 ja. So hätte ich das jetzt auch gemacht. Moment. So, da wollen wir nochmal sehen. Also ich habe einen Intelligenzwert von grandiosen 25. Inwiefern die Fähigkeit da jetzt reinspielt, wie schon gesagt, verstehe ich nicht, aber gut. Ja, das ist eine 48. Dann solltest du es eigentlich nicht geschafft haben. Ja? Ja. Okay. Ja, du hast auch 2 da drin, hast gesagt. Ja. Ja. Also 50%. Gut. Was möchtest du denn genau wissen? Ja, also von allem, was Nona mir jetzt weitergibt,
Ja, was mir da am ehesten... Ob irgendwas von dem, was die mir erzählt, bekannt vorkommt, bezogen auf unser Kind. Dinge, die wir halt irgendwie verbinden mit unserer Vergangenheit, mit unserem Mädchen. Ob mir von dem, was jetzt gesagt wird, irgendwie bekannt vorkommt. Also Worte, Dinge, ne? Die ich vielleicht kenne aus unserer Zeit bei dem Mädchen, ob mir da was, ja, bekannt vorkommt. Ja, Zigarette hast du schon mal gehört, aber nicht mit dem Wort Pause zusammen. Hammer kennst du auch, aber was auch immer, Pressen kennst du auch und Luft auch, aber zusammen hast du das auch noch nie gehört. Aber so Schienen ist, glaube ich, eher sowas wie bei dem kleinen Spielzeugzug, mit dem wir schon mal gefahren sind, da wo der drauf rumgefahren ist. Aha. Sonst irgendwas, was mir bekannt vorkommt? Was interessant klingt? Nicht? Hm. Nee. Ja. Nee, also Nona, ich weiß auch nicht. Also irgendwie haben die hier wohl irgendwo in der Nähe so einen Zug, wie den, in dem wir gefahren sind. Nur halt in groß. Tramplergröße halt. Und die wollen mit Sicherheit auch sowas haben wie in Plüschfels, weil Eisenbahnfahren macht Spaß. Aber gut, jetzt müssen wir leise sein und gucken, dass wir weiterkommen. Dann würde ich mal die Führung der Gruppe übernehmen. Und weiter in den Tunnel vordringen. Weiß gerade jemand, was mit Dioxin los ist? Sein Rechner ist abgestürzt, er ist gleich wieder da. Gut, tun auch. Und im Twitch-Stream sieht man wohl nur einen schwarzen Bildschirm. Nicht mehr. Hat sich wieder gegeben. Ja, ich hab's halt gerade ausgeschaltet, weil ich hier was anderes eingeschaltet habe. Ah, okay. Gut. Ja. Gut. Ich bin jetzt gerade auf meinem Handy mit euch verbunden. Ich starte gerade meinen Rechner neu, dann bin ich wieder da. Okay. Ich gehe kurz wieder raus. Bis gleich. Sehr schön. Gut. Ja, die Technik. Es trifft nicht nur Nils. Ja, genau, es trifft nicht nur Nils. Und die wichtigste Quintessenz ist Gremlin, scheiß drauf, wir spielen trotzdem. Genau. Was ich noch fragen wollte auf der Baustelle, es gibt ja manchmal auf so Großbaustellen diese Knickleuchtstäbe, die so rumhängen. Mhm. So, diese großen. Gibt es da auch welche? Die haben ja überall diese Lichter in die Wände und auf diese Stahlträger drauf gesteckt. Schade. Na ja, gut. Dann hoffen wir einfach, dass die Tunnel gut ausgeleuchtet sind. Ja. In welchen Tunnel soll es denn gehen? Es gibt einige. Irgendwie mindestens 5 Stück. In den erstbesten? Ja, wir wollten ja nach rechts, also links. Also nehmen wir natürlich den zuerst auf der linken Seite. Und. Ich habe in einem Märchenbuch, hat unser Tramplerkind irgendwann, also hat unser Trampler unserem Kind irgendwann vorgelesen, da gab es eine Geschichte. Und zwar sind da so 2 Trampler ganz weit in den Wald gegangen und die haben Angst gehabt, dass die sich verlaufen und deswegen haben die Krümels ausgestreut. War aber blöd, haben die Tiere gefressen. Aber vielleicht sollten wir hier irgendwie, keine Ahnung, Steinchen oder sowas auslegen. Nee, hier mit deiner Farbe irgendwie die Ecke markieren, damit wir wieder zurückfinden. Wir können auch den Staub nehmen. Wir gehen einfach, wir haben ja eine Tüte mit dabei gehabt, wir könnten Staub in die Tüte tun und dann Staubpatschen an die Wand machen. Das ist aber voll auffällig. Nachher essen die den Staub auf. Aber die genau die Geschichte. Kennen die auch. Siehste? Lass uns mal. Ja, aber ich habe ja noch mein Farbeset dabei, stimmt. Dann. Genau, lass uns doch einfach unten an jeder Ecke, um die wir rumgehen, malen wir unten, pinseln wir die Ecke ein bisschen an. Das fällt den großen Tramplern eh nicht auf und wir finden auf jeden Fall wieder nach Hause. Grüner Lidschattenanwand. Höhlenmalereien der Plüschis. Ja, genau. Wir haben uns ja sowieso schon künstlerisch verewigt. Warum nicht auch hier? Ja. Gut. Finde ich auch. Ja, Bunny ist zufrieden. Wir machen einfach kleine Pfeile. Es funktioniert. Okay. Ja, dann markiert ihr die Stellen und geht durch den rechten, also für euch rechten, für eigentlich linken Gang.
Das ist geil. Spielt mal so einen Dungeon Crawler mit einer Gruppe, die keine Ahnung von rechts und links hat. Das ist echt lustig. Ich habe eben gerade auch überlegt, also ich meine, unserer Perspektive ist ja scheißegal, aber wenn Koali da tatsächlich gerade versucht, den Überblick zu behalten, wird's echt complicated. Warte, ich hol mal die Leiden des jungen Spielers. Eine kleine Karte. Ja, ich glaub's auch. Zeichne mal eine kleine Karte. Ich mal einen Tee. Ein Meisterberuhigung. Also wir gehen zuerst in den ersten linken Tunnel. Dann gehen wir wieder links, weil also wir wollen ja rechts gehen. Du brauchst jetzt nicht groß eine Karte malen. Werdet da ein paar Mal noch rechts und links abbiegen. Aber die Lichter in dem Tunnel bleiben auch. Das heißt, die sind der ist auch weiterhin gut beleuchtet. Und ihr folgt dem Weg. Und die Tunnel werden immer besser ausgebaut. Also es gibt ja diese grob behauenen Steine. Und die ziehen sich fort. Und ist das schön, eigentlich schön gewölbeartig hier. Jetzt haben wir die Uxin ganz verloren. Und ja, dann folgt ihr diesem ganzen Ding. Ich schalte es gerade nochmal aus, um ihn wieder reinzuziehen. In die Konferenz. Hoffen wir, dass er... zumindest online ist er wieder. So. Ja, und wie gesagt, die Tunnel sind ganz gut ausgebaut. Und merkwürdigerweise begegnet euch auch überhaupt kein großer Trampler auf eurem Weg. Das Einzige, was noch auffällig sonst ist, ist, dass diese ganzen Tüten und Säcke und das Material, was hier sonst so rumgestanden hat in den anderen Gängen, dass das nachlässt, je weiter ihr vordringt. Mhm. Finden wir denn Schienen? Nee. Schienen sind hier nicht. Ist auch nur, aber der Boden wird immer flacher, so, wenn man vom großen Tramplergröße ausgeht, so könnten so zwei, drei große Trampler nebeneinander laufen. Also ist nicht so wirklich so groß, als ob es jetzt hier diese Züge durchfahren würden. Irgendwie ist das unheimlich. Ich meine, große Trampler sind ja gefährlich und alles. Aber wenn so gar keine mehr da sind und alles ist ganz leer, ist das fast doch gruseliger. Ich frage mich eher, was die hier machen wollen, weil hier sind ja gar keine Schienen. Wollen die Stadt unterhöhlen? Vielleicht hat Grumpy das aber auch alles durchschaut und das ist hier eine ganz, ganz große Staubbrotbackfabrik oder so. Aber hier ist auch gar nichts von unserem Kind. Und auch nichts von den Näheren. Sorry. Macht nix. Auf einmal mein Bildschirm kaputt gewesen, mein Computer weg gewesen. Ja, der verkraftet die wahnsinnige Leistung, die ihm abverlangt wird, wenn man Skype anhat, nicht. Ja, komisch. Ich glaube, der verkraftet die wahnsinnige Leistung von vier Fischschüssen. Also falls du es nicht mitgekriegt hast, ihr seid in den erstbesten Gang nach für euch rechts, eigentlich links gegangen. Das habe ich noch mitbekommen. Ich habe nur, ich bin da weg gewesen, als Fred irgendwas auswürfeln wollte, aber jetzt habe ich wieder vergessen was. Aber nee, ihr seid danach schon wieder weiter durch die Tunnel gegangen. Und die zeichnen sich dadurch aus, dass sie, je weiter ihr vordringt, also ihr habt den Weg auch markiert mit Pfeilen. Und zeichnen sich dadurch, dass es immer leerer und leerer und leerer wird. Und irgendwann stoßt ihr dann an ein Tunnelende, das nämlich durch eine große hölzerne Tür markiert ist. Und die sieht relativ schön aus. Die könnte aus so einem Palast sein, weil die ist richtig. Also sie ist zwar hölzern, aber schön verziert mit so
mit so Malereien außenrum. Und die Steine sind schön gemauert außenrum. Ich male ein X an die Tür. Als Ziel. Ja. Unten. Sollen wir klopfen? Ah. Lass uns mal vorher lieber reingucken, was da ist. Was haltet ihr davon, wenn Fred sich jetzt ganz dicht vor die Tür stellt und ich mache mich ganz groß und lug durchs Schlüsselloch? Oder du hängst dich an die Klinke? Gibt es überhaupt ein Schlüsselloch? Es gibt ein richtig großes, schweres Schloss, was ihr sehen könnt. Kein Schlüsselloch, aber ein großes Vorhängeschloss. Hm. Ach, das kriege ich bestimmt auf, wenn es drauf ankommt. Aber ich will da erstmal durchlugen. Ja, das gibt. Komm mal her, Fred. Kein Schlüsselloch. Da kann man nicht durchlugen. Ach, auch nicht irgendwie unten drunter oder durch irgendwelche Fugen, Ritzen. Die ist so meisterlich hergestellt, diese Tür. Die ist, wie gesagt, zwar hölzern, aber vom Feinsten gefertigt. Und da kommt nicht mal ein kleiner Luftzug unten drunter an der Seite weg. Dann will ich das Schloss aufbrückeln. Ja, das hängt ziemlich weit oben. Ich möchte gucken, ob irgendwo ein Schlüssel hängt, zufällig an einem Haken. Das habe ich schon mal gesehen, in einem Film. Ja, guckst du dich um, ob es irgendwelche Haken an den Wänden gibt, aber nee, hier ist, wie gesagt, nichts. Und wenn wir das Schloss einfach kaputt machen... Aber wie denn? Das hängt so weit oben. Ja. Grumpy, kannst du nicht da hochklettern und versuchen, das mit deiner Zunge aufzumachen? Wir könnten versuchen, ein Staubbrot da reinzustopfen. Und dann bricht das Staubbrot vielleicht das Schloss kaputt. Aber wir haben kein Staubbrot dabei. Nie glaubt mir jemand, dass ich Schlösser knacken kann. Mit Staubbrot-Matsch drin. Oder, Bunny, willst du mal versuchen? Kommst du denn da hoch, wenn Fred sich ganz groß macht und auf die Hinterbeine stellt und dich mit dem Rüssel hochhebt? Bestimmt kann ich das. Das mit der Zunge ist vielleicht schon eine ganz gute Idee. Gut, lass erstmal Bunny versuchen und wenn das nicht klappt, kann er immer noch Grumpy. Viel Spaß. Wir haben doch unsere Tasche dabei mit unserem Kram, ne? Ja. Da ist doch bestimmt auch irgendwo ein Draht drin. Ich such Gib mal dir einfach Sachen. Meine Nadel. Oh, perfekt. Ich schnapp mir die Nadel und kletter mit der Nadel auf Fred. Und dann mache ich mich ganz groß und ganz lang und versuche an das Schloss zu kommen. Und wenn das nicht reicht, kletter ich auch auf Fred und heb Bunny hoch. Ja, dann. Okay, so machen wir das. Ich gehe ganz nah an die Tür ran. Wir stapeln und uns jetzt. Ja. Ja, Power. Wenn Bunny dann noch auf Nona oben drauf klettert, dann wirst du in der Tat das Schloss erreichen können. Wie gesagt, ein großes, großes Vorhängeschloss, das ist fast so groß wie Bunny selber. Oha. Oje. Vielleicht kannst du es auch mit deiner Pfote knacken. Weiß nicht. Nee, eigentlich macht man das, indem man da was reinsteckt und indem man das dann klicken lässt. Und wenn man das ganz viel klicken lässt, dann geht das oben klick. Ich prokel da mal. Bunny würde sich jetzt mal darum bemühen, dieses Schloss zu knacken. Darf Bunny tatsächlich befähigt, das Schlösser zu knacken, wenn sie es kann. Einbrecherhase. Einbrecherhase, ja. Ich kann das. Ja, dann müsst ihr ich stelle mir auch gerade diesen geilen sneaky Hasen vor. Ich muss gerade mal gucken. Einen Augenblick bitte. Also, gewürfelt habe ich eine 52. Das heißt, ich bin... Da, leider 2 Punkte drüber, ist das doof. Tja, stocherst mit der Nadel. Prokel um Prokel und es klickst ein bisschen, aber es klickst nicht so richtig. Auf geht's nicht. Versuch's nochmal. Ich wollte gerade sagen, kann ich das nicht einfach nochmal probieren oder gibt das dann Abzüge? Ja, mach mal nochmal. Dann würfel ich doch todesmutig einfach nochmal. Und...
Ach Mann, ich komme hier oben einfach nicht dran. Ich habe eine 55 gewürfelt. Knack, bricht die Nadel ab. Nein! Ach, Scheiße. Meine Nadel! Oh, nee, ist ja Blödsinn. Wenn Schlösser knacken auf 3, sind es ja 75%, nicht 50, ne? Ja, also hast du es auf 3. Ja, ja, dann habe ich es doch geschafft. Dann hast du es doch geschafft, sogar zweimal. Dann ist doch die Nadel nicht abgebrochen. Ja. Ja. Einfach um es allen Leuten zu zeigen, hast du es danach nochmal verschlossen und direkt nochmal geknackt. Ja, genau. Weil ich ein unfassbar geiler Schnauzklackerhase bin. Dann ist das Schloss jetzt aufgebrochen. Hallo, okay, Kannibal, jetzt muss ich das dann über den Bügel schieben. Ich werf mal kurz die Nadel runter. Vorsicht! Ich lass mal die Nadel runterfallen und zwar so, dass sie mit dem dicken Ende zuerst unten aufsitzt. Und würde mich dann mit aller Kraft mit meinen Ohren versuchen, von unten gegen das Schloss zu schieben und mich ganz lang und ganz groß machen, in der Hoffnung, dass ich es schaffe, dass dieses Schloss da oben drüber fällt und runterpurzelt. Weil es ja ein Vorhängeschloss, nehme ich mal an. Ja, das soll dir gelingen. Lass uns das Schloss mitnehmen. Oh ja, das ist ein schönes Schloss. Aber das ist so groß, wer will das tragen? Fred? Wenn der so stark ist. Ich bin ganz stark, ich krieg das hin. Aber warum? Vielleicht brauchen wir mal was für so einen Aufzug, dass wir das dranhängen und dann können wir ganz schnell nach oben fliegen. Also wenn ihr meint, es ist eine gute Idee, kann ich das gerne tragen. Also andere Leute looten Dragonhorte und wir looten Türschlösser. Ja, dann nehmt ihr das Türschloss jetzt mit. Yes. Ist in der Tat sehr schwer und Fred muss sich auch richtig anstrengen, damit er das mitnehmen kann, aber funktioniert. Wer weiß, wofür man es noch braucht. Genau. Wir können uns ja auch abwechselnd. Einmal zieht Fred und einmal ziehen wir alle drei. Das ist wie bei so schönen hier bei, wenn man Fallout spielt oder so, man nimmt einfach jeden Scheiß mit. Ja, ja. Wozu hat man denn einen Fred, der alles tragen kann, ne? Ja. Richtig. Und in einer Welt, in der Kronkorken Währung sind, sollte man wirklich jeden Scheiß schleppen. Wir müssten mal auch eine Liste machen, wie viel Fred eigentlich mit sich rumschleppen. Oh, das geht schon. Aber so viel ist es gar nicht, was wir bis jetzt in das Welt. Auch diese ganze mit der Tupperware Helm und allem möglichen Scheiß. Ja, dann. Ja, Schloss ist geknackt. Schloss ist eingesteckt. Die große hölzerne Tür ist immer noch zu bisher. Wenn auch nicht mehr verschlossen. Muss man die drücken oder ziehen? Ich drück mal. So, mit beiden Pfoten dran. Na, es gibt ein knarzendes und quietschendes Geräusch. Dann schiebe ich von unten direkt mit. Bunny, du tust der Tür weh, die schreit. Hörst du das nicht? Aber die muss doch auf. Komm. Und ich schieb mit. Ja. Genau. Das ist schieb nur ihre schon. Art zu sagen, kommt rein. Genau. Das ist bestimmt. Das ist aber eine Grumpy-Tür, wenn die so meckert. Ja, aber der frisst uns ja auch nicht, auch wenn der immer so rumgrummelt. Ich finde viel interessanter, was dahinter ist. Ich möchte mal meine Nasenschnauze da so durchschieben und mal so um die Ecke luken mit angelegten Ohren und mal gucken, was da so drin ist. Ja, hinter der Tür siehst du dann einen Gang, der nicht mehr von diesen Lichtern erleuchtet ist. Dafür sind in die Wand, die immer noch aus diesen Steinen besteht, in den Fugen teilweise wachsen kleine Pilze, die leuchten. Und den Gang in so ein chronisch grünliches Licht hüllen. Und ja, dieser Lufthauch, den ihr eben gespürt habt, weht auch euch wieder weiter entgegen. Den hattet ihr oben in dem großen Raum ja auch schon mal gespürt. Oh, ich schieb mich da mal ganz durch. Das ist ja hübsch. Guck mal, hier leuchten die Pilze an den Wänden. Auch mitnehmen. Ja, dann müsst ihr hochklettern. Aber das sollte ja zumindest für Grumpy kein Problem sein. Kein Fall.
Dann nicht. Ja, ich versuch das mal, ne? Ach so, doch. Okay, alles klar. Dann klettert er Grumpy die Wand wohl hoch. Probiere es. Ja, Moment. Experte zum Klettern. Super Grumpy. Ganz knapp. 66. Ich hab 70 im Klettern. beinahe bin ich abgerutscht. Beinahe, aber nur. Ja. Grumpy. Leck mich nicht immer so ab. Grumpy ist an den Pilzen angekommen. Und was machst du jetzt mit den Pilzen? Also erstmal ein bisschen rumtapsen. Kann man da was abbrechen von den Pilzen? Ja. Wenn Grumpy da genug von frisst, leuchtet er von innen raus. Also die riechen nicht so schön wie der Blütenschnapp, nee. Also waschen. Dann lass ich das. Na gut, kann ich denn besser sehen von hier oben? Genauso gut wie von unten auch. Also der Gang ist sonst leer. Was sollte ich jetzt nochmal hier oben? Das habe ich wieder vergessen. Das kenne ich. Überall? Weil dann brauchen wir die nicht abzunehmen, weil dann können wir auch so, wenn es hier so hell ist. Ja, sollst mal einen mitnehmen, ne? Ja. Na gut. Dann brichst du einen von den Pilzen ab und als du ihn abbrichst, hört er dann auch auf zu leuchten. Anscheinend leuchten die nur, wenn die an der Wand hängen. Du hast sie kaputt gemacht! Grumpy! Mach doch nicht immer alles kaputt. Also die anderen leuchten dann auch weiter, nur den abgebrochen hast. Halt nicht mehr. Versuch den Pilz wieder dran zu kleben. So mit Spucke. Lässt ihn dann kurz da hängen. Entfernt sich langsam und dann fällt er runter. Ja genau, da fällt auch der Pilz runter. Ja. Vor die Füße von Fred. Plung, plung, plung. Oh, was ist denn das? Das ist der Pilz. Aha, und was machen Pilze so? Na los, siehst du doch. Oh. Also ich. Das ist ein grüner Pilz. Er leuchtet grün. Und warum? Weil er es kann. Genau. Also, und womit mit Recht? Ich habe Folgendes festgestellt auf meiner Erkundungsreise auf diesen Pilz, da oben hin zu den Pilzen. Die Pilze leuchten nicht mehr, wenn man sie abbricht. Na, nur weil du sie kaputt gemacht hast. Du warst bestimmt nicht vorsichtig genug, Grumpy. Ja, als ihr euch gerade über die Pilze unterhaltet gerade beschließen wollt, was ihr denn mit weitermacht, kommt wieder ein etwas stärkerer Luftzug, der fast schon wie so eine kleine Wand ist und die sich so durch den Gang schiebt, euch trifft, wie so ein so eine Art Welle. Und wuff, an euch vorbeizieht. Auch die Pilze wackeln an der Wand. Bunnys Ohren fliegen so ein bisschen durch die Gegend. Und dann ich bin dafür, dass wir uns ich bin dafür, dass wir in Deckung gehen, damit wir nicht sofort gesehen werden, wenn da jetzt gleich der Ponyreitende, Säbelschwingende. Lass mal da in Deckung gehen. Bunny macht mal so drei Hopser in irgendeine Deckungsrichtung. Ja, Nona ist tatsächlich ganz neugierig und pirscht sich an der Wand entlang weiter nach vorne, weil die will jetzt wissen, wo der Wind herkommt. Es ist ja fast wie atmen. Ja. Vielleicht atmet ja der Berg. Aber wenn das der Reiter ist. Der Reiter ist doch genauso groß wie wir. Wie soll der so viel Wind machen? Und nächster Windstoß. Oh. Was kommt jetzt? Und ich tapse ganz langsam an der Wand nach vorne und möchte gucken. Ja. Ja. Ne? Oh, Alter, das kann ich ja jetzt mal so als Muthase so gar nicht auf mir sitzen lassen, ne? Ich kräusel meine Nase, streich mir mit meinen Pfoten nochmal vehement die Ohren glatt und mache dann 5 beherzte Hopser, um zu Nana aufzuschließen. Na gut, dann gucken wir jetzt, wo das herkommt. Diesmal bist du aber schuld, wenn es in die Hose geht. Es geht eine ganze Zeit lang geradeaus. Und immer so in immer kürzeren Abständen kommt dieser Lufthauch euch entgegen. Und dann irgendwann erreicht ihr wieder eine große Halle.
die ähnlich groß ist wie da, wo die großen Trampler gewesen sind, die wunderschön ausverziert ist. Da stehen Bücherregale an den Wänden, Kerzen stehen auf Leuchtern und ein mega großer, dicker Schreibtisch ist in der Mitte des Raumes aufgebaut. Und also nicht direkt in der Mitte, sondern ein bisschen außerhalb, aber Richtung Mitte geneigt. Einem großen Sessel dahinter, fast schon wie ein Thron sieht es aus. Könnte das Büro von Grumpy sein vielleicht. Und ja. Was ist jetzt das Büro von Grumpy? Ja, und in der Mitte des Raumes ist ein kreisrundes, grünlich, mal grün, also mal grünlich, mal bläulich leuchtendes Symbol auf dem Boden. Es ist kreisrund, aber irgendwie in der Mitte ziehen sich so Zacken durch den durch. Was ist auf dem Boden? Ein kreisrundes Symbol, also es ist rund und in der Mitte ziehen sich so Zacken, also es ist ein Pentagramm. Das ist jetzt so zu beschreiben. Und es leuchtet halt in mehreren kurzen Abständen immer mal grünlich, mal bläulich auf und hinterlässt tatsächlich diesen Windstoß, der da rauszukommen scheint und die Kerzen merkwürdig gruselig flackern lässt. Alter, wenn hier unser Kind hält. Das habe ich schon mal gesehen. Das ist ein Rutenfuß. Ein Fußendrut. Der atmet? Ein Fußendrut ist das. Aber, ein Fußendrut, der atmet? Seit wann können Füße atmen? Ich weiß noch nicht so viel. Ich hab viel darüber gelesen, aber eigentlich weiß ich nur, dass es ein Drusenfuß ist. Ein Fußendruß. Fußendruß? Halten wir fest, egal wie das komische Ding heißt, wenn unser Mädchen hier ist, ist es am Arsch. Also sollten wir es möglichst schnell finden, oder? Mhm. An was für einem Arsch denn? Sehr großer. Ich wollte gerade sagen, wenn das ein Fuß ist, will ich den Arsch nicht sehen. Also suchen wir jetzt unser Kind, okay? Ja, es steht da wirklich nur dieser Thron? Ja, und hinter dem Schreibtisch. Der Schreibtisch sind halt auch so mehrere Bücher drauf aufgestapelt. Kerzen stehen auch da. Und Bücherregale, das habe ich ja schon erwähnt. Und dann gibt es so kleine Einbuchtungen an der Seite von diesem großen Raum, der auch übrigens kreisrund zu sein scheint. Zumindest nicht wirklich kreisrund, aber an der einen Seite halt flach, aus der ihr gerade kommt. Wo der Tunnel halt in den Raum reinmündet, ist es gerade. Ich weiß gar nicht, wie man diese geometrische Form nennen soll. Da gibt es bestimmt einen Namen für. Irgendein Mathematiker wird es jetzt wissen. Ich nicht. In diesen Einbuchtungen, die an außen neben den Regalen sind so kleine Gitterstäbe dran angebracht. Und ja, mehr könnt ihr momentan nicht erkennen, weil ihr noch im Gang steht. Ich will da nicht drauf treten auf dieses komische. Also anderen auf den Fuß treten ist sowieso doof. Lass mal da rechts verstecken. Barney zeigt nach links in irgendeine Nische, wo man vielleicht ein bisschen Deckung findet. Ja, also Deckung findet man in diesem Raum wahrscheinlich genug. Da stehen überall halt diese Anrichten mit den Büchern, die Regale. Also da kann man sich gut verstecken links. Guck mal, da unten in dem Regal, da ist noch ein bisschen Platz neben der Kiste. Wenn wir uns da alle klein reinmuscheln, dann können wir das vielleicht ein bisschen beobachten hier, was hier passiert. Aber lass uns doch erstmal zum Schreibtisch, weil jetzt ist gerade keiner da. Und mal gucken, was da oben drauf ist. Wenn wir uns beeilen, kommen wir da ganz schnell hoch und können uns dann verstecken. Dann aber husch. Mhm. Los, Fred, hilf uns, mach die Leiter. Dann huscht ihr quer durch den Raum. Nee, nicht quer durch. Bunny wird sich also darauf bemühen, nicht irgendwie Fuß auf den vorbei. Fuß zu treten. Ja, okay. Ja, immer schön um die Zacken drumherum hüpfen. Und lauft dran vorbei. Und jetzt könnt ihr halt, wenn ihr an einer von den von diesen Nischen vorbeigeht, seht ihr, dass da ein Plüschteddy in dieser Nische hinter dem Gitter ist. Was? Ist das die Näherin? Die Näherin? Ja, ich hinsprinten und mal gucken, ob die was sagt. Hallo? Hallo? Ich zupfe mal Nonna an ihrem Kleid. Nonna, gib mir die Nadel. Los, warum? Gib mir die Nadel. Warum? Weil ich das Schloss aufmachen will. Ich gebe dir die Nadel. Bunny sucht das Schloss. Ja. Ich möchte gerne den Raum im Blick haben, ob da irgendwas kommt.
Ja, bis auf dieses Lufthauchatmen kommt da nicht viel. Ja. Alles klar. Ich möchte gerne weiter die Luft beobachten. Ich suche das Schloss von dem Käfig. Jeder Käfig hat ein Schloss. Wo ist das Schloss? Ja, das Schloss, das kannst du auch sehen, ja. So ein kleines Schloss. Ich versuche das aufzukriegen. Ich bin ja hier der Panzerhase. Ich würfel mal. Panzerknackerhase. Aber sowas von. Jetzt aber geil würfeln. Eine 11, aber hallo. Ja, knick, knack. Das Schloss springt auf und ganz quietschend die Gittertür nach und zur Seite nach außen aufdrücken. Ja, und da liegt ja ein scheinbar bewusstloser Teddy in dieser Nische. Ja, ich sprinte mal hin und möchte sie so ein bisschen, ihn oder sie, ist es ein, kann man das erkennen? Es trägt ein Kleid. Also scheint es ein Kleidlicher wahrscheinlich eine Teddy. Sie. Dann möchte ich sie schütteln, so ein bisschen, und gucken, ob sie irgendwelche Verletzungen hat oder so. Und selbst für den Fall nicht, möchte ich mal ein Heilen in sie reinpumpen. Okay, dann Pumpe. Einfach mal Safety first. Ich suche derweil einen weiteren Käfig mit unserem Mädchen. Ja, gute Idee. Bunny hopst noch weiter an der Wand und an den Regalen entlang. Sieht noch an weiteren Nischen. Da sind keine Plüschis weiter drin, auch keine Tiere oder keine Menschen. Aber es ist, du entdeckst jetzt eine etwas größere Tür, die noch abgeht. Auch eine hölzerne, gut geschmückte, mit komischen Zeichen versehene Tür. Die auch ich wäre ja nicht Raum ganz rausgeht. Blöd, ne? Ich will mal mein langes Ohr an die Tür halten und mal lauschen, ob ich dahinter was höre. Lauscht. Und wirst immer wieder abgelenkt durch diesen Luftzug, der wuff, 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 inzwischen ziemlich schnell hintereinander kommt. Und ja, hörst aber sonst nichts. Ich probiere auch das Schloss aufzumachen. Ja. Komme ich da ran oder brauche ich dafür Fred? Du bräuchtest Fred dazu, weil das schon ziemlich hoch hängt. Und Nona, hast du geheilt? Ja. Kommst du mal bitte, du bist so toll groß. Ich brauche deinen starken, großen Rücken. Wenn Nona mich hier gerade nicht braucht. Okay, oder? Nona hat die Heilenprobe geschafft. Mhm. Gut. An dem Zustand gut, vom Teddy wird sich erstmal nicht viel verändern. Wird irgendwie die Augen geschlossen halten. Irgendwie wirkt aber nicht leblos oder so, aber ja, bewusstlos halt. Dann gehe ich mal rüber zu Bunny und lass sie auf meinen Rücken klettern. Juhu. Wir haben da schon Übungen drin. Gut, dann genau. Klettert ihr und was macht Grumpy in der Zeit? Grumpy guckt die Luft an und stellt sich irgendwo hin, wo er total gut versteckt ist. Ich habe ja auch auf Tarnen ein bisschen was. Ich ja, mich dann als auch Chamäleon da kein Problem. Ja. Verstecken und den ganzen Raum im Blick haben. Und falls irgendwas sich bewegt, was irgendwie da nicht hingehört oder vielleicht da ganz besonders hingehört, dann mach ich was. Grumpy könnte auf den Schreibtisch klettern und nicht beschwerer spielen. Ja. Also irgendwie, also ich würde den Punkt vielleicht suchen, der am höchsten gelegen ist. Das ist vielleicht, ja, das stimmt. Aber da, wo man mich vielleicht nicht so ganz bemerkt. Also wenn irgendwie auf dem Schreibtisch irgendwas ist, wo ich mich drunter legen kann, dann wäre mir das schon... Es sind einige Bücher und wenn du dir den Schreibtisch jetzt genauer anguckst, da steht auch so ein altes, großes, schwarzes Telefon. Ah. Nicht, dass ich weiß nicht, ob du was weißt, was ein Telefon ist, aber es ist so ein altes mit so einer Wählscheibe noch und so. Doch, wissen wir haben schon telefoniert. Stimmt, ihr habt schon telefoniert. Ja, da ich glaube, da in die Nähe würde ich mich vielleicht. Also so, dass man mich fertig sieht. Und ich würde mich dann tarnen. Also ich kann ja gerne tarnen sonst. Kannst du da auf jeden Fall dich hinter so einem Buch oder hinter dem Telefon verstecken, weil das Telefon wirklich groß ist anscheinend.
Kannibal 66, danke übrigens für den Follow. Nicht, dass du jetzt weiter Fragezeichen schreiben musst. Gut, Bunny und Fred werkeln an der Tür herum. Hattest du schon gewürfelt, Bunny? I'm not sure, just logging. Ich würfel gerade online, weil meine W100 alle so weit weg sind. Nee, hier steht noch die 11 drin. Versuchen wir das nochmal. Das ist eine 42, schaffe ich aber trotzdem. Ja. Klick, klick, klick. Die Tür war eigentlich gar nicht verschlossen, aber gut. Jetzt hast du sie mal angeschaut. Also immer auf, hey, als Pro kriegst du jede Tür auf, egal ob sie auf ist oder nicht. Ja, das Schloss war nicht verschlossen, aber du hast es jetzt einfach mal zu und wieder aufgemacht. Ja, weil ich kann. Ja, mach zweimal klick, klick. Ja. Dann. Ich sag das natürlich keinem, dass das schon offen war. Das wäre ja auch ein bisschen doof. Ich komme dann nur einfach ganz souverän von Fred runtergehüpft, stecke mir ganz cool die Nadel irgendwie seitlich irgendwie dann in mein Halstuch. Nee. Und dann hörst du Schritte, die von hinter der Tür in eure Richtung kommen. Oh, 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 versteck dich, versteck dich, versteck dich. Ich flitz schnell irgendein Bücherregal unten in die Ecke hinter irgendeine Kiste, die ich mir vorhin schon ausgesucht habe, und mach mich ganz klein und zieh die Ohren an. Ich guck mich um. Ich bin ja ein bisschen größer als meine Kollegen. Wo kann ich mich verstecken? Überleg, was ist das Schlauste zum Verstecken ist. Wo kann ich mich am besten verstecken? Guck mich um. So schnell siehst du da jetzt nichts, wo du hinterpassen würdest. Ist da irgendwie ein Eimer oder so? Komm hier mit rein. Ich versuche mal eine Kiste ein bisschen weiter wegzuschieben und versuche mich hinter das Regal zu verkriechen, sodass für Fred mehr Platz ist. Für Bunny ist das kein Thema, aber Fred ist halt ein bisschen größer und hat auch noch den Sack und das große Schloss und dann den Sack mit sich. Wie sieht denn der Schreibtisch aus? Ist das so einer auf hohen Beinen oder geht der bis runter an den Boden? Das ist so ein alter, hölzerner, richtig großer Schreibtisch. Der geht bis auf den Boden runter. Kannst dich natürlich hinter den Schreibtisch stellen, ja. Hm? Ist das sowas hier, ist das sowas wie, sind da so Schranktüren in dem Schreibtisch drin? Ja. Dann rennt diese Schranktür unten auf, wenn die aufgeht. Ja, geht auf. Da sind auch mehrere Unterlagen drin. Pass ich da rein? Wenn du ein paar von den Unterlagen rauskramst, schon. Dann schmeiß ich die raus und kletter rein. Ja, und Bunny zieht sich in ihrem Versteck kurz die Ohren über die Augen. Ja, soll funktionieren. Tür wieder zu. Zack. Ja, Nona, was machst du mit dem bewusstlosen Teddy? Ich sehe ja, dass die anderen ganz, ganz schnell sich verkrümmeln. Ich habe das auch gerufen. Alle verstecken, alle verstecken. Was war das für ein Schloss am Käfig? War das auch so eine Art Vorhängeschloss? Ja, das ist ein Vorhängeschloss gewesen, genau. Ja, perfekt, dann ich lasse den Teddy erstmal da und drehe das Schloss so, dass das aussieht, als wäre es zu. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich einfach mit dem Käfig drin bleibe und mich hinter den Teddy so aufsetze und mich hinter den Teddy setze und mal so tue, als wäre ich der Teddy. Ich glaube, das mache ich sogar. Weil ich will die Näherin eigentlich nicht alleine lassen. Von daher ziehe ich das quasi von innen zu, drehe das Schloss so, als wäre. Der Teddy hat allerdings kein rotes, sondern ein blaues Kleid an. Ja, das ist ja egal. Also ich setze mich auf mein Kleid, mache das ganz eng und ziehe das von hinten zu und ja. Ja, okay. Setze mich hinter den Teddy. Und halt sie auch so ein bisschen von hinten fest, so nach dem Motto, ich bin ja nicht der Puppet Master for the win. Gut, und Grumpy ist ja getarnt auf dem Schreibtisch. Bunny irgendwo im Regal versteckt, Fred im Schreibtisch. Und dann auf geht's. Drei springen wir alle raus und rufen Überraschung! Ja. Hast du wuselt noch ein bisschen quer durch den Raum und entdeckt dann auch in irgendeinem Regal so ein Buch, was er rausschmeißt und sich dann in die Lücke, was das Buch hinterlassen hat, reinquetscht und sich irgendwie versucht, hinter den Büchern zu verstecken. Oh Gott. Wie fucked. Ja, und dann geht knarzend diese Tür auf und den Raum betritt
euer Kind. Gefolgt von einem ziemlich großen, hageren, glatzköpfigen Mann. Oh, krass. Als ich das Kind reinkommen sehe, bin ich schon halb im Rausklettern, als ich den hageren Alten sehe genau. und mich schnell wieder mein Versteck zurückziehe. Ui! Ah. Oh, darf ich noch... Ich weiß, man soll nicht was direkt sagen, keine Redcons und so, aber darf ich etwas gemacht haben, bevor ich rein bin? Eine ganz kleine Kleinigkeit. Was denn? Ich hätte gern mein Auge an den Schreibtisch gelehnt, als ich bevor ich reingegangen bin. Ja, kannst du machen. Ja, okay, dann sehe ich das auch. Mhm. Ach, die Schelle. Ja. Der hagere Mann hat übrigens spitze Ohren. Kennen wir den? Ist das dieser... Hast du noch nie gesehen. Das ist auch nicht der Alte, mit dem unser Mädchen mal weggegangen ist, oder? Weil wir haben unser Mädchen ja schon mal gesehen. Nee, das ist der auch nicht. Der wirkt aber auch von seiner Ausstrahlung her, wirkt der so ein bisschen wie die... Also die ist bei weitem nicht so schön wie diese Prinzessin Fred. Weil, ne? Aber der strahlt auch so eine Anmut aus. Ne? Na, etwa auf eine andere Art und Weise als die Prinzessin, aber der strahlt auch Anmut aus und... ja, ist in eine große blaue Robe gekleidet und hat auch überall diese komische Zeichen auf dieser Robe drauf. Und eine dicke, tiefe, krustige Narbe zieht sich so einmal quer über sein linkes Auge. Gut, Nona betet, dass jetzt keiner in Panik verfällt, sondern erstmal still bleibt, bis wir herausfinden, wer dieser Mann ist und ob wir ihm vertrauen können. Gibt's hier sowas wie Selbstbeherrschungsrufe? Hast du die Narbe gesehen? Auf keinen Fall vertraut Grumpy dem. Ich wollte auch gerade sagen, Leute mit Narben kann man nicht vertrauen. Unser Kind ist aber nicht gefesselt oder so. Die läuft schon auf eigenen Beinen rein und hat auch die Arme frei. Läuft auf eigenen Beinen und die Arme frei. Koali, ganz wichtige Frage. Gibt es hier in sowas wie Selbstbeherrschungswürfel oder so? Du kannst für dich ja irgendwie so ein W6 würfeln und dann mal gucken, was du machst. Weil wenn du das unbedingt auswürfeln möchtest, dann würfel das für dich halt irgendwie aus. Ja, Moment. Oh, bitte nicht. Es ist eine 6. Alles gut. Alles gut. Hooray. Yeah. Ja, die unterhalten sich so ein bisschen, irgendwie stocken aber im Gespräch, als sie den Raum betreten. Und dann legt der Alte dann so schnüffelnd zu seinem Kopf so in den Nacken. Ach du Scheiße. Ah, sehr gut. Was ist los? Was ist los? Sie sind da. Wie bestellt? Sehr pünktlich. Ich bin nicht da. Wir sind alle nicht da. Fred sagt ganz leise vor sich hin, ich bin nicht da. Ja. Was soll das heißen, Sie sind da? Ja, Sie sind hier, ich kann Sie spüren. Wie bestellt, wie gesagt. Und dann tritt er nach vorne auf den Schreibtisch zu, sieht diese Unterlagen, die da aus dem Schreibtisch rausgeräumt sind. Ah, das ist lustig. Dann machen wir ein kleines Versteckspiel. Wo könnte sich der Plüschi denn befinden? Ich erstarre. Oh mein Gott. Das nächste, was Nilex, klopf, klopf. Nilex, Nona und Grumpy und Fred hören, ist das Flügelschlagen von irgendwo weit her, weit oben, hört ihr so ein bisschen ledrige Flügelschlagen. Und dann, hab dich! Und dann zieht er die Tür auf, hinter der sich Fred verschanzt hat. Oh. Guckt dir dann direkt in die Augen, Fred, aber okay, hier ist er nicht. Merkwürdig.
Was soll das denn jetzt bedeuten hier? Kannst du mich mal ins Bild setzen? Am besten gehst du wieder zurück. Ich habe hier was zu tun. Ich rufe dich gleich, wenn alles fertig ist. Sagte zu dem Mädchen? Mhm. Okay. Ja, dann alles klar, ich gehe dann mal. Dann geht's wieder zurück. Nein, hier bleib hier. Ja, der Alte ruckt herum und das Mädchen auch. So, was war das denn? Hast du auch was gehört? Ja. Wo kam das her? Dann gucken die sich so suchend um. Du sitzt dem direkt vor der Nase, dem Alten, aber das sieht dich nicht. Moment, ich... Okay, also er guckt quasi an mir vorbei, oder wie? Guckt durch dich durch. Ich bin auch hier. Ja, du bist ein Geist. Ja. So erfolgreich versteckt und unsichtbar geworden, dass es nicht wieder aufzuheben geht. Es ist wie mit dem Auge. Was ist denn hier? Ich bin jetzt auf. Also, hat er mich auf dem Schreibtisch abgesetzt, oder was? Nee, der sieht dich nicht. Nein, der sieht dich nicht. Nein, ach so, ich bin. Moment. Ach, ich bin immer noch. Das heißt, ich bin immer noch in dem Schrank. Ja, ja, okay. Du bist immer noch im Schrank und du bist immer noch unsichtbar. Er sieht dich nicht. Mhm. Dann mache ich jetzt mal die Schranktür auf. Die ist offen. Die ist offen. Der hat die aufgemacht, hat dich genau angeguckt und sieht dich nicht. Ich dachte, jetzt wieder zugemacht. Okay, ich dachte, gut, okay. Dann kletter ich jetzt ganz vorsichtig aus der Schreibtischschranktür raus. Oh Gott. Ja. Oh, das ist intelligent, um das zu machen. Und husche zu unserem Kind rüber. Okay. Ja, dann huschst du darüber. Die anderen sehen Fred übrigens auch nicht. War? Wir sehen Fred auch nicht? Nee. Okay, jetzt bin ich verwirrt. Ja, das ist bestimmt gar nicht schlimm. Ja, wir wissen ja auch nicht, dass Fred sich bewegt. Von daher, wir sitzen immer noch in unserem Versteck und denken sich, oh Gott. Ja. Nona hat noch das beste Blickfeld, weil man aus diesem Käfig, wo sie hier drin sitzt, halt also direkt auf den Schreibtisch, in Richtung Schreibtisch und Tür gucken kann. Aber Fred ist nicht so... Ich heb mal prüfungshalber meine Foto vor die Augen und gucke, ob ich mich selber noch sehe. Ja, definitiv. Also ich renne jetzt zum... Ich bin halt zu unserem Kind gerannt und kusche mich jetzt bei der ans Bein. Okay. Ja, dann guckt sie so nach unten. Ah, da ist er ja. Und dann jetzt auf einmal sehen die anderen also dann auch, wie sich Fred wie aus dem Nichts materialisiert am Bein des Kindes. Und sie greift so nach unten und hebt Fred hoch und kuschelt den so an sich. Hallo, Fred. Ich halt glücklich. Oh. Hallo. Wir haben dich vermisst. Ja, ich hab dich auch vermisst, Fred. Wo sind denn die anderen? Die haben sich hier irgendwo versteckt, aber ich hab nicht so richtig gesehen, wo. Es war kein Platz bei den anderen. Idiot! Oh, schön. Eine Gruppe ist immer nur so schlau wie sein schwächstes Glied. Bis jetzt hieß es. Alle sind sehr dumm. Oh Mann. Wir haben nicht so lange gesucht, weißt du? Wir haben Fitzelfatzelfänger gesehen und Todesstreifen und große Fellmonster. Ich weiß, Fred, beruhig dich, jetzt bist du ja wieder da. Jetzt ist alles wieder gut. Warum warst du denn überhaupt weg? Ich hab euch verloren. Aber jetzt haben wir dich ja wieder gefunden. Genau. Schön. Dann geht sie rüber neben den Alten und setzt dich so ganz behutsam so auf den Tisch. So, und jetzt müssen wir die anderen noch suchen. Bunny, Nona, Grumpy, wo seid denn ihr? Der soll weggehen! Ich mag den nicht, der soll weggehen!
Das finde ich allerdings auch. Bunny kommt jetzt mal aus ihrem Versteck rausgekrabbelt, richtet sich zur vollen Größe auf. Der ist doof, der soll weggehen. Hallo! Und dann sprinte ich auf unser Mädchen zu und mache 3 große Hüpfer und hoffe, dass sie mich auffängt und sieht. Ja. Hallo, Bunny. Dann auch dich, du wirst kurz geknuddelt. Oh, ich kuschel ganz doll zurück. Oh, toll, unser Kind knuddelt. Oh, riecht sie wie immer? Ja, ja, sehr schön. Besser als Blütenstaub. Heimelig. Was machst du mit dem Typen? Warum sieht der so gruselig aus und warum hast du hier so pustende Füße auf dem Boden? Und das ist doch alles nicht gut, lass mal gehen. Pustende. Ja, nicht, dass ich Angst hätte oder so, aber das ist, hier kriegt man ja bestimmt als Trampler irgendwie Schnupfen oder so. Nein, nein, nein. Beruhig dich mal, Bunny, ganz ruhig. Das ist ein Freund. Freund, der Plüschis einsperrt? Ich glaube nicht. Ja. Genau. Er hat sie eingesperrt, weil sie sonst rausgelaufen wäre. Ja, aber er kann doch nicht einfach irgendwelche Plüschis einsperren. Ja, wenn sie vor allem, wenn er sie gar nicht kennt. Wenn sie sonst weglaufen und sich gefährden, schon. Jetzt hast du uns ja wieder, dann kann er sie ja gehen lassen und auch gehen. Ja, aber wir brauchen sie ja noch. Wofür? Ja, für das, was wir hier machen. Aber jetzt setz dich erstmal hinten. Setz dich hinten, dann geht sie Richtung Käfigtür und geht dann Richtung Nona. Ja, Nona sitzt immer noch hinter dem Teddy. Ja, du hast ja, gesprochen, dann hatte ich ja gehört. Nona, bist du dahinter? Komm doch mal raus. Warum haltet ihr die Näherin gefangen? Wir halten sie gar nicht gefangen. Ihr habt sie eingesperrt. Ja, weil sie sonst rausgelaufen wäre. Ja, warum wohl? Die anderen brauchen sie. Für was? Das weiß ich nicht so genau, aber sie brauchen sie. Ja, wir brauchen sie auch. Warum? Das erkläre ich euch gleich. Erstmal müssen wir noch Grumpy suchen. Wo ist denn Grumpy? Nee, das finde ich gar nicht so gut. Ich finde, du solltest hier erstmal erklären, was du hier überhaupt vorhast, weil du siehst komisch aus und du wohnst ganz komisch und du hast unser Mädchen hier und ich finde, wir sollten jetzt einfach gehen. Und zwar so, mit der da. Die ganze Zeit hat eure Mädchen gesprochen gerade, ne? Deswegen. Ach so. Der ja, aber der ist trotzdem. Der Alte hat bis jetzt noch nichts gesagt. Ja, also du sprichst jetzt mit dem Alten. Ja, genau. Was auch immer der jetzt vorhat, der braucht uns gar nicht, weil wir haben unser Mädchen und die Näherin und wir gehen jetzt. Genau. Ja, aber wo ist er denn hin? Na, weg. Wohin? Nach rechts, Hause. Dort, nach links. Aber hier ist jetzt dein Zuhause. Nein, hier ist es kalt und eklig und hier sind Füße auf dem Boden. Genau, man wird voll dreckig. Guck mich mal an. Nein. Ja, wir müssen dich mal in die Waschmaschine stecken, sagt das Kind. Oh ja, das ist eine gute Idee. Bei Nona läuten gerade alle Alarmglocken. Und egal, dass sie sich freut, dass sie ihr Kind endlich wieder gefunden hat, bei dem Wort Waschmaschine und was sie erlebt hat mit den anderen in Bezug auf Waschpulver und Spüli. Moment mal. Genau, Waschmaschine? Nee, das benutzen nur die Bösen. Ja! Best Zitat ever. Waschmaschinen, das klingt so böse. Alter, das hat mich alle anderen sind auch davor gewarnt. Also, Waschmaschinen sind echt scheiße. Und deswegen nimmt Nona jetzt auch die Näherin, auch Huckepack, und kommt aus dem Käfig raus. Die nimmt die mit. Ja. Okay. Vertraust du mir nicht mehr, Nona? Was ist denn los mit dir? Sagt das Kind. Du benimmst dich komisch und du willst uns in die Waschmaschine stecken. Du willst uns töten. Wieso benehme ich mich denn komisch? Ich bin froh, dass du wieder da bist. Hast du Bunny gemacht? Du verhältst dich doch komisch. Guck mal, die anderen wollten mich knuddeln und waren froh, mich wiederzusehen. Du freust dich gar nicht. Und dann guckst du so ein bisschen traurig. Ja, Nona hat das Bild von den ganzen Sternen. Doch, ich freue mich, aber... Wir gehen jetzt. Ich muss noch was machen, weil das ist wichtig. Genau, wir gehen jetzt. Und du musst
muss mitkommen. Und genau, ich zieh Fred mal am Rüssel. Los, Fred, hilf Nonna mal bitte tragen und wir gehen jetzt. Los, komm. Und ich hüpf runter und würde mich an dem Hosenstoff von unserem Mädchen irgendwie verkrallen und würde sie mitziehen wollen. Und würde dann auf die anderen gucken, so, wir gehen jetzt. Aber Bunny, ich wohne jetzt hier. Das ist jetzt mein Zuhause. Das ist doch nicht dein Ernst, dass du hier wohnen willst. Doch, ich finde es toll hier. Aber zu Hause war es viel schöner. Da gab es ein großes Bett und viel Licht. Und ganz viel Kissen. Und nicht so komische Füße, die leuchten und atmen. Und ja, und das ist das Büro von ihm hier. Aber hinten sieht es viel toller aus. Komm mal mit. Ich weiß nicht. Ich bin dafür, dass wir gehen. Können wir nicht morgen wiederkommen? Ich muss die Näherin. Wir müssen die Näherin jetzt erstmal nach Hause bringen. Das können wir dann später immer noch machen. Nee, pass auf, es ist wirklich ganz wichtig, weil es ist so, dass die Näherin ganz wichtig ist und jeden Tag, den sie fehlt, da sterben Plüschis und wir müssen uns jetzt ganz doll beeilen, weil das hat schon alles doll lang gedauert und wenn du meinst, dass du hier leben willst, genau, das sind Babys, das ist ganz komisch, dass du hier leben willst, aber da können wir uns dann drum kümmern, lass mal erstmal die Näherin wegbringen und dann regeln wir den Rest und suchen ihr neues Zuhause. Ja, das ist auch unten halt Vormund. Das machen wir. Ja, genau. Mal so bestätigen zu Nonna, nicken und die Kleine weiter, wobei sie muss. Ich guck noch mal zu ihr. Wenn du unbedingt hier bleiben willst, okay, wir wissen ja jetzt, wo wir dich finden, dann bringen wir jetzt die Näherin zurück und kommen dann wieder. Damit drehe ich mich um und helfe die Näherin tragen. Gut. Sie guckt so ein bisschen traurig dann in eure beiden Richtungen. Guckt dann Richtung Fred, der immer noch auf dem Schreibtisch sitzt. Du bleibst hier, Fred? Nona, sag mal, was ich machen soll. Fred, wir kommen morgen wieder. Aber wir haben es versprochen, weißt du nicht mehr? Wir sind die Helden von Plüschfels. Aber wir haben das Ganze doch nur gemacht, um unser Kind zu finden. Plüschfels. Ja, aber und dann der Alte tappt so mit den Fingern und hat euch bestimmt diese Ratte geschickt. Ich gucke ihn ganz böse an. Du hältst dich da raus, das ist Familiengespräch. Und dann gucke ich Fred an. Aber wenn unser Kind jetzt hier wohnt, dann können wir doch morgen wiederkommen. Ich guck. Aber ich will euch nicht wieder verlieren. Tust du nicht. Wenn du hier bleibst, dann sind wir ganz bald wieder da. Ganz bald, versprochen. Du musst nur hier bleiben. Aber ich will nicht von Nona weg. Und auch nicht von dir. Deswegen müsst ihr jetzt nett zueinander sein und du musst hier bleiben und wir kommen dann bald wieder. Er kann ihn bei sechs Näherin und Weberin, dieselbe Person, WOD-mäßig? Nee. Aber lustige Idee. Hätte man machen können, ja. Ja, der Alte guckt dann nochmal Richtung Kind. Wir können uns diese Zeitverschiebung nicht leisten. Wir haben eh schon lange genug gewartet, bis sie uns selber gefunden haben. Ja, ich weiß, wir müssen das heute machen. Tut mir leid, was Nona, ihr Bunny. Heute machen? Und dann guckt sie euch an. Und dann Grumpy, der ja als einziger noch versteckt ist, und Fred auch, sehen dann, wie die Augen von dem Kind so langsam bläulich und grünlich im Wechsel, das eine Auge grün, das andere Auge blau, aufblinken. Oh, wie gruselig. Oh. Und Bunny und Nona erstarren zum Plüschtier, das sie eigentlich sind. Nein! Dann geht sie langsam zu denen hin, hebt sie so hoch, nett, setzt sie neben Fred. Tut mir leid, aber wir haben keine Zeit zum Diskutieren. Was? Nein! Du bist nicht unser Kind, du bist Böses. Das, was hast du gemacht? Ich versuche wegzurennen. Ja, greift. Und runter. Ja, greift einmal schnell gedankengegenwärtig in deine Richtung, packt dich so am Schwanz, zieht dich zurück. Fred, nein! Und guckt so ganz verzweifelt so in deine Richtung.
Ich hole mit meinem Rüssel nach ihr aus und haue ihr auf die Hand. Ja. Au! Und lässt dich dann... Lass mich los! Alter, was? Lässt dich das los. Das ist voll der Horror, ey. Lass mich los! Du bist gar nicht unser Kind. Du bist ganz böse und komisch. Und jetzt renne ich wieder weg. Rennst weg. Und dann, sieht Grumpy wieder die Augen einmal aufblinken. Einmal links, einmal rechts. Und Fred erstarrt in der Bewegung. Und wird zum Flüschtier, das er eigentlich ist. Dann geht sie langsam hoch, lebt Fred so auf Augenhöhe. Fred nicht, du auch noch. Es wäre so einfach gewesen, hätte ich sie direkt mitgebracht. Ja, das wär's. Setzt sich dann neben. Martin bleibt schön hinterm Telefon. Der bewegt sich überhaupt nicht. Er ist das Telefon. Aber es fehlt noch einer. Das Chamäleon fehlt. Das waren nur drei. Ja, das wird, wenn er sich nicht zeigen will, dann wird es schwierig. Grumpy! Grumpy! Hab keine Angst! Guck, hier sind Süßigkeiten. Komm in den Van! Ja, in dem Moment gibt es ein kleines Geschepper vom Regal. Und wo sich Hastu versteckt hat und ein Buch fällt raus. Und dann rucken die beiden so Richtung Regal. Ach, wer ist denn da? Ist das der Grumpy? Sie guckt so, nein. Und Hastu erstarrt, wie er es gelernt hat, wenn er eine große Trampler sieht. Ach, du bist ja süß. Geht dann rüber und hebt Hastu so hoch. Setzt sie neben Fred, Bunny und Nona. Das ist aber nicht deiner, oder? Nein, ich habe den einmal in einer Vision gesehen, aber nicht in real. Muss auch reichen, oder? Geht das? Vielleicht. Gut, dann die Zeit rennt. Wir müssen das jetzt machen. Und dann hebt der alte Bunny und Fred hoch und das Mädchen hebt Nona und Hastu hoch und setzt euch an die Ecken von dem Drudenfuß auf den Boden. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein und Gott. Und die Näherin an ein weiteres Ende. Und jetzt können wir eine kurze Pinkelpause machen, weil ich muss aufs Klo. Ich hasse Koali! Ich auch! Alter! Wann genau hattest du vor uns mitzuteilen, dass wir in Wahrheit Call of Cthulhu spielen? Es ist die World of Darkness. Das ist so ähnlich. Das ist jetzt aber gerade echt durch. Und, okay, Pause, wir machen gleich was. Pause, ganz im Ernst, auch wenn alle Koali gerade hassen, dass er Pinkelpause macht. Ich bin froh, ich hatte nämlich gerade befürchtet, er setzt jetzt einen Cut. Dann hätte ich ihn gekillt. Ja, denkt an unseren letzten Cut-Punkt, das war genauso scheiße. Da saßen wir auch alle da und dachten uns, what, das meint er nicht ernst. Okay, ich hole mir irgendwas zu trinken. Aber wie lange machen wir das? Das heißt, viel länger machen wir auch nicht, oder? Bis wann machen wir heute? Na, eigentlich bis 22 Uhr, deswegen hatte ich gerade schon Schiss, dass er jetzt 20 Minuten vorher sagt, wir müssen jetzt cutten, aber von mir aus können wir auch gerne überziehen. Ich finde 2 Stunden sowieso zu wenig zum Spielen. Aber ja, gut, bei uns passiert in 2 Stunden mal sehr viel, aber gut, wir werden es sehen. Ich will jetzt auf jeden Fall wissen, wie es weitergeht, verdammt, danke. Dito. Alter, also, ich meine, Power Push und Plunder war ja sowieso irgendwie so eine, immer schon so eine krasse Mischung aus irgendwie abgefuckt, emotional und irgendwie. Ja, aber das ist echt... Das ist ein neues Level irgendwie. Ich verstehe auch immer noch nicht so ganz, warum er dich nicht sehen kann. Konnte, jetzt sehen sie mich ja. Ja, aber weißt du, was ich meine? Ich check's nicht. Ich habe da so eine Theorie, ich kenne die World of Darkness nicht genug, um zu wissen, was das bedeutet. Fred ist aber ein Nosferatu. Genau das. Aber Nossis ist eigentlich total intelligent und wissen voll viel, also ich glaube nicht, Tim. Oh, stimmt. nee, ich... Willkommen zurück, Wahnsinnsmeister.
Wie lange machen wir denn heute? Weil eigentlich machen wir bis 10, aber 10 ist schon eine Viertelstunde. Wir machen die Szene jetzt noch durch und ich denke. Ich weiß nicht, ob wir. Wir hören heute gar nicht auf, wir spielen durch bis 2 Uhr morgens. Ob ihr weg müsst oder so, aber wir machen das jetzt noch fertig hier. Ich habe eine Nadel und ich werde sie benutzen. Das klingt bei Ali gerade so ein bisschen nach. Wir spielen jetzt noch, bis ihr tot seid und dann hat sich das Ganze eh erledigt. Diabolisches Lachen Moment, macht gerade nicht besser, Moment. Das ist dir ihr klar. Seid tot, ihr seid tot. Grumpy ist versteckt. Alles hängt an Grumpy. Mal gucken, ob ich das Ritual noch unterbreche oder ob ich dann nachher einfach weggehe. Darf ich aber kurz mal betonen, dass ich noch nie so gehasst habe, ein dumm krasses Spiel wie gerade eben. Weil, ganz ehrlich, ich habe das geilste Perk von allen, ja. Ich weiß sowieso nicht, wieso, aber irgendwann redet schon ein Schutzengel, der ihm zuerst diese irre Präsenz verliehen hat auf einmal und ihn jetzt auch noch unsichtbar macht, ja. Und ich hätte es voll nutzen können, aber ich musste konsequent spielen. Und konsequentes Spiel war einfach nur hinrennen und knuddeln. Und da konnte ich einfach nicht einen auf Ninja Fund machen, so sehr ich gerne gewollt hätte. Das ging einfach nicht. Aber Fred ist Fred und dafür lieben wir ihn doch. Ja. Ja, jetzt hasst du ihn wahrscheinlich eher, weil er uns alle ins Verderben gestürzt hat. Ja, okay, also ihr wart an die Ecken von dem Pentagramm gesetzt worden, inklusive der Näherin. Und das Pentagramm leuchtet jetzt nicht mehr in den Intervallen auf, sondern zieht jetzt die Linien innerhalb langsam so von einem zum anderen, von Nona zu Bunny zu Fred zur Näherin. Und bei Hastu stockt das Ganze so ein bisschen. Und der Alte sagt: Was ist los? Was ist los? Das funktioniert das nicht. Er ist halt nicht einer von den Besonderen. Wir müssen gucken, wir haben keine Wahl. Grumpy, hilf mir bitte, das ist wichtig. Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Er hat gerade deine Freunde gekidnappt. Sei nicht blöd! Sei ich klüger als das dümmste Glied der Kette! Du bist nicht umsonst der alles in der Runde rockt. Also, du regelst das. Ich bewege mich überhaupt nicht. Ich bleibe am Telefon. Das funktioniert so nicht. Wir können dieses merkwürdige Ding nicht benutzen. Mir bleibt keine Wahl. Und dann geht er nochmal irgendwie zur Tür und macht so. Mit den Fingern so ein pfeifendes Geräusch. Ich kann nicht auf den Fingern pfeifen, aber ihr wisst, wie was gemeint ist. Und dann hört ihr Hufgetrappel. Nein! Und Nein, kein Hufgetrappel, nein! Nicht ernsthaft. Nicht ernsthaft. Der letzte Mann des Todes. Ja, okay, die nächste Staffel heißt dann also nur noch Grumpy und Cthulhu. Darf ich eine Statistenrolle übernehmen, wenn ich gleich hingerichtet werde? So, warte mal. Ich habe auch ein Bild von dem Ding. Ich hoffe, ich kann das jetzt vernünftig einblenden. Das hätte ich ja mal schön vorbereiten können eigentlich, ne? Ja, echt. Einmal mit Profis. Einmal mit Profis arbeiten. Fehler, ich weiß nicht, ob wir jetzt gerade so irgendwie rumpöbeln sollten. Du bist ein toller Meister. Du bist ganz großartig, Koali. Und du stehst doch total auf Happy Ends, oder? Ja, bitteschön. Ja, also dieser, also die Zuschauer können es jetzt sehen, ihr leider nicht. Aber könnt ihr euch später angucken, oder? Kurz den Twitch-Stream aufmachen. Den Stream nebenbei Da kommt jetzt ernsthaft der eukalyptische Reiter? Ja, der eukalyptische Reiter. Der eukalyptische Reiter. Großartig. Dieses Bild von diesem Todeskoali auf dem süßen Pony mit dem Totenkopf auf dem Arsch. Aus My Little Pony. Das Pferd ist aus My Little Pony, ja. Oh my God. Ja, schön. Ja, bei My Little Pony haben die doch alle so ein komisches Brandzeichen. Das ist der eukalyptische Reiter auf dem My Little Todespony.
Ja, also der kommt dann durch die Tür geritten, ein Plüschi-Koala mit einer dicken, großen Sense auf einem Plüschpferd. Und ja. Und dann beugt sich der Alte so zu ihm runter. Es tut mir leid, mein Freund, aber wir brauchen dich nun doch. Und dann hebt er den so hoch, knuddelt den einmal kurz. Und der Koala knuddelt zurück. Und dann setzt er ihn statt Hast du an die andere Enge und das Pentagrammzeichen zieht sich jetzt auch durch. Und es kommt ein sehr, sehr mega großen Lufthauch, der jetzt aus dem Boden zieht. Und die einzelnen inneren Teile des Pentagramms zerfallen quasi in einem bläulich-grünlichen Schein und fallen nach unten weg. Und ihr Grumpy sieht vom Schreibtisch aus ein tiefes Loch, was jetzt im Boden ist und was ins Nichts zu führen scheint. Es hat funktioniert, es hat funktioniert. Und dann schlägt der Alte da. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Los, sprich den Zauber, nur du kannst es. Und dann fängt dann das Kind an, etwas zu murmeln. Während... Auf das Telefon! Während die Plüschis wieder Kontrolle über sich selbst gewinnen, als sie da anfängt zu murmeln. Ich will aus dem Ritualkreis springen. Ich auch, sofort. Was ist denn hier los? Ich auch. Ich möchte einen Hüpfer nach hinten machen. Na, dann hüpft ihn sofort zurück. Was passiert hier? Und, ich ja, reiß die Näherin mit. Das Einzige bleibt die Näherin. Ja, würde ich gerade sagen, die ist halt an der Seite. Muss er erstmal. Kein Fall, hallo? Und der Reiter geht auch zurück. Und aber es scheint schon vollzogen, dafür, wofür ihr gebraucht wurdet. Denn das Loch bleibt trotzdem bestehen. Und ihr schaut euer Kind an und seht die Augen ein bisschen verdreht und murmelt halt ein merkwürdiges, in einer merkwürdigen Sprache irgendetwas. Und dann gibt es nochmal einen mega großen Lufthauch und es schießen grüne und blaue Funken aus dem Loch heraus und setzen ein paar von den Büchern in den Bücherregalen in Brand. Und man hört ein tiefes Grollen, was aus dem Boden herauskommt. Was passiert da? Wir müssen hier weg, sofort! Das ist nicht gut, Mann, das ist nicht gut. Und dann irgendwann gewinnt sie die Fassung wieder, sinkt dann irgendwie auf die Knie runter und passt sich so gegen den Kopf, reibt sich die Augen und sagt, es hat funktioniert. Es hat funktioniert, er kommt. Oh Gott, wir sind verantwortlich für das Ende der Welt. Scheiße! Erinnerst du dich noch ja, an das, was... das Ende der Welt. Was tun, das sind meine Freunde, was tun sie? Sie bringen das Ende der Welt. Oh, yes. Ja, Nona zerrt die Näherin in Richtung Tür. Mhm. Ja, und der Boden fängt auch jetzt an zu vibrieren. Fred. Ich renne zu Nona und die anderen und, ja, keine Ahnung, renne einfach hin. Ja, rennst du dahin. Ich lade die Näherin auf deinen Rücken, weil du bist stärker als ich. Grumpy bewegt sich jetzt hektisch, guckt rum, schmeißt den Telefonhörer runter und haut wie wild auf die Tasten. Das ist eine Wählscheibe. Die Wählscheibe. Das ist ein richtig altes Telefon. Grumpy, komm! 1-1-0. Ja, es tutet und dann, ja. Hallo, Polizeinotruf? Also, 911 hast du natürlich, ist ja in Amerika. Hast du natürlich gerufen. 110 hättest du aber auch witzigerweise anrufen können. Kommt dann nur tut. Ich bin ein deutsches Chamäleon, ich kenne das nicht hier. Und man guckt auf den kleinen Zettel, den Grumpy am Hintern hat. Made in Germany. Ja, okay. Nee. Ja. Ja, Grumpy läuft auf dem Schreibtisch hin und her und da ist er ja, sagt der Alte. Ich kann ihn sehen. Nein.
Und ihr versucht der Alte mich zu greifen oder so? Nö, der zeigt nur so auf dich. Das Kind wirkt ein bisschen ausgelaugt und atmet schwer. Und fasst sich dann jetzt aber wieder. Und stützt sich so auf den Boden auf mit den Händen, zieht sich so schwer, atmet nach oben, wieder auf die Füße. Und guckt dann Richtung, also ihr Bunny, Nona, Fred und die Näherin sind ja Richtung Tür gelaufen. Guckt dann so Richtung Nona, Bunny, Fred, bleibt bitte hier. Guckt euch so ein bisschen. Ich drehe mich auf der Stelle um, funkel sie an, hab so richtig Tränen in den Augen. Ich hasse dich! Das hättest du früher nie gemacht! Du hättest uns nie zu irgendwas gezwungen, was wir nicht wollen! Ich wünschte, wir hätten dich nie gefunden! Und dann drehe ich mich um und sprinte zur Tür raus und ziehe Fred am Rüssel hinter mir her. Oi. Aber... Oi. Komm, Fred! Das ist nicht mehr unser Kind, das ist ein Monster! Bunny steht da mit runterhängenden Ohren. Aber... Okay. Nee, jetzt so aber auch nicht. Doch. Das geht dann, so alles nicht. Ich habe mir das alles anders vorgestellt. Dann guckt Bunny sie rüber zu Grumpy, der auf dem Tisch ja wie wild hin und her läuft. Grumpy, bleibst du wenigstens bei mir? Grumpy springt vom Schreibtisch runter, knallt Feuer auf den Boden auf. Flung. Ich hasse dieses Loch. Mach's weg. Das kann ich nicht mehr, Grumpy. Ich mag das aber überhaupt nicht. Du warst schon immer jemand, der nicht alles Mögliche mag. Ich mag aber dich. Und dann kommt sie langsam so auf dich zu. Und macht so die Arme auf. Ich mach mal so einen Hüpfer in ihre Richtung. Nee, sag uns doch erstmal jetzt, bevor du hier irgendwas machst. Was hast du hier gemacht mit diesem komischen leuchtenden Dingsbums? Und was hast du mit dem Reiter am Hut? Und warum überhaupt? Der Reiter gehört ihm. Das ist sein Plüschtier. Genau, ja, wie ihr meine Grund, Plüschtiere seid. Ein weiterer Grund, dass wir von dem weg müssen, der ist voll gruselig, habe ich doch gesagt. Nein, er ist der nicht. Er ist nett. Hat mir geholfen. Ja, jetzt sind wir ja da, um dir zu helfen. Nona nicht. Nona will weg. Ja, weil Nona ganz traurig ist. Das ist ja auch alles gerade echt scheiße hier. Von daher. So eine Tränen in den Augen. Ja, Nona ist auch schon weg. Die ist durch die Tür und in den Gang. Was macht Fred? Die hat Fred und die Näherin mitgenommen. Also ich bin hinter der Nona hinterhergerannt. Schweren Herzens, schweren Plüschherzens, aber ja. Okay. Wenn Nona weg ist, bin ich auch weg. Fred und Nona sind mit der Näherin weg. Und Grumpy und Bunny sind sich noch nicht erschlüssig. Doch, ich bin entschlossen. Ich ziehe unser Mädchen hinter uns her. Ich pack die an der Hose und ziehe an der Richtung Tür. Komm, wir gehen jetzt. Du brauchst diesen komischen Typen gar nicht mehr. Wir sind ja jetzt da. Jetzt passen wir auf dich auf. Jetzt ist wieder alles gut. Wo willst du denn hin, Bunny? Nach Hause. Aber hier ist jetzt mein Zuhause. Ja, nee, das ist nicht dein Ernst. Das ist doch nicht dein Zuhause hier. Weißt du, wie gruselig das hier alles aussieht? Und das sag selbst ich, obwohl ich ein Muthase bin. Und du weißt, dass ich ein Muthase bin. Entweder du kannst mir vertrauen, Bunny, oder eben nicht. Grumpy. Ah! Grumpy klettert den Arm hoch und setzt sich auf die Schulter und schüttelt den Kopf und ja, das Loch muss weg, auf jeden Fall muss das Loch wird, weg. Dann wird sie so kurz rübergreifen mit dem einen Arm und so einmal über Grumpy drüber streicheln und so mit der Wange so ein bisschen Grumpy anschmusen. Ah, schön, dass du wieder da bist, Grumpy, aber das Loch, das Portal bleibt. Aber wofür ist das denn überhaupt? Es ist der Anfang. Weißt du, Nona ist ganz traurig und ich bin auch ganz traurig. Das liegt daran, dass wir nicht verstehen, was der ganze Scheiß hier soll und wir einfach nur nach Hause wollen. Mit dir. Zurück zu Mom und Dad. Nein, das wird nicht wieder passieren. Aber warum?
Sie verstehen nicht, was aus mir geworden ist. Na, was ist denn aus dir geworden? Ich habe meine Kräfte entdeckt. Und jetzt beginne ich sie zu nutzen. Was heißt das? Ja, aber kannst du sie nicht nutzen für andere Sachen als für Löcher? Kann man nicht irgendwie... Es ist kein Loch, es ist ein... Stell es dir eher vor wie eine Tür. Und dahinter ist eine Welt viel schöner als die unsrige. Und ich sorge dafür, dass unsere Welt viel besser wird als hier. Weil der Einfluss von dort drüben hier hinkommt. Und der Alte so, ja, das Feenreich. Das Feenreich. Endlich ein stabiles Tor zum Feenreich. Können wir ihn nicht zuerst ins Loch schubsen und dann mal, ob wir hinterhergehen? Los, glaub mir, er würde liebend gerne als erstes durch das Tor gehen, aber momentan ist es eine Einbahnstraße von dort nach alles hier. Alles klar, soll er doch. Man kann von hier nicht dorthin über, momentan zumindest nicht. Es wird noch eine Weile dauern. Dann kommt noch mal so tiefes Grummen irgendwie aus dem Boden. Du willst doch jetzt nicht wirklich, dass Nonna geht, oder? Also ich meine, weißt du, durch was für eine Hölle wir gegangen sind? Ich will nicht, dass Nonna geht, aber Nonna hat ihre eigene Entscheidung getroffen. Soll ich sie zwingen, hier zu bleiben? Soll ich sie einsperren? Nein, aber du sollst ihr hinterhergehen und das ihr erklären und mir übrigens auch, weil ich es immer noch nicht verstanden habe. Und dann finden wir da zusammen eine Lösung. Wir sind durch fünf Hellen gelaufen, um dich zu finden. Das kann doch jetzt nicht so, das geht so nicht. Bunny zieht sich mal verzweifelt die Ohren irgendwie über den Kopf nach unten. Das geht so nicht. Ja, und das tiefe Grummeln kommt jetzt irgendwie auch von diesem Loch näher. Immer lauter wird es. Und gut, dann lass uns hinterherlaufen. Dann läuft sie mit Grumpy und dir im Arm halt hinter Nona und Fred her. Die den ganzen Gang langsam weiter entlang huschen. Ah, ja, gut. Und hinter euch hört ihr dann halt die Schritte von irgendwas. Ja, Nona läuft so schnell, wie sie kann. Mit Tränen in den Augen und schluchzt auch so leise. Mhm. Und hat Fred ganz fest am Rüssel gepackt und sagt, wir müssen ganz schnell zurück, Fred. Wir müssen hier weg. Dann kommt ihr irgendwann halt an die Stelle, wo die ganzen vielen großen Trampler waren. Und der Boden bebt immer noch ein bisschen und ihr merkt, dass die großen Trampler total aufgeregt sind und irgendwie durch alle Richtungen durcheinander laufen und irgendwie die Leitern hochklettern und so und versuchen, in die Ausgänge hinzulaufen. Ja, dann muss ich ja erstmal warten, bis die fertig sind mit rumwuseln oder weg sind, weil dann verstecke ich mich da mit Fred. Kommt das Getrampel näher. Ja, wie gesagt, wir verstecken uns irgendwo ganz gut. Fred, du sagst diesmal nichts. Sag gar nichts. Bitte. Fred? Sag ja? Nichts, ja. Entschuldigung. Nein. Fred ist wieder voll in Schau. Bitte, könnt ihr das mal wiederholen? Entschuldigung. Ja, wir flüchten und durch das Erdbeben sind die großen Trampler draußen in Aufruhr. Ja. Mhm. Und deswegen habe ich mich versteckt und da das Kind hinter uns her ist, hab ich uns beide jetzt versteckt und ich habe jetzt quasi gerade so deinen Rüssel so in beiden Pfoten und schau dir so ganz tief in die Augen. Du sagst diesmal nichts, gar nichts. Wir bleiben versteckt, bis sie weg ist. Versprochen. Ganz dolle versprochen. Dann schnuddel ich ihn. Nona, was bedeutet das denn? Warum passiert das alles? Und warum ist unser Kind nicht mehr unser Kind? Und warum ist denn dieses Loch? Und ich halte ihm den Mund zu. Ja, das nächste, was ihr dann seht, an eurem Versteck vorbei, läuft dann euer Kind mit Grumpy und Bunny im Arm. Und läuft dann in den Raum rein und ruft dann irgendwie: Nona, Grumpy, Nona, Fred. Und läuft dann an euch vorbei. Ja, ich bleibe still. Und irgendwann ist halt dieses Erbeben der Erde wird immer lauter und es irgendwie fängt schon an, so Putz von den Wänden zu bröckeln.
Und ja, jetzt irgendwann sind dann auch in dem Gang, in dem auch euer Kind verschwunden ist, halt auch die letzten großen Trampler auch verschwunden. Ich flüster mal zu Grumpy. Vielleicht hat er sie verflucht oder verzaubert oder so. Vielleicht ist sie wirklich nicht sie, gerade jetzt. Ja, aber vielleicht hat sie auch bestimmte Sachen, die sie vielleicht noch machen will. Oder vielleicht tut sie nur so. Oder vielleicht ist es ja wirklich total gut da drüben. Findest du nicht, dass sie komisch ist? Naja, die Augen leuchten halt, aber naja, die Augen leuchten manchmal. Wie die Augen es gibt auch leuchten. Leuchtende Pilze, ne? Eben, ja. So war der auch nicht komisch. Gut, ja, dann kommen Nona und Fred, Bunny erstmal, wir bleiben erstmal bei Grumpy und Bunny, wir werden mit dem Kind jetzt an die Oberfläche nach oben. Und dann steht er irgendwann auf dieser großen Baustelle, die ganzen Leute in alle verschiedene Richtungen und Erdbeben, Erdbeben und der ganze Boden bebt und er zittert weiter. Und es fängt schon an, irgendwie an einer Stelle auch irgendwie sich so der Boden einzusacken. Auf dieser Baustelle. Und sie ist dann irgendwie hochgeklettert und guckt dann so in die Runde so. Grumpy, Bunny, könnt ihr die beiden sehen? Ich sehe sie nicht. Ich guck mich mal um, sehe ich die beiden? Nee, die sind ja noch unten. An denen seid Grumpy, ihr Nona, Fred, Nona, seid jetzt nicht so, zeigt euch doch mal. Komm, Fred, du hast dich doch auch gefreut, dass das Kind wieder da ist. Ihr hört das nicht, ihr seid dann noch nicht da. Wir sind unten im Gang, wir sind jetzt gerade auf dem Weg an die Oberfläche wahrscheinlich. Ich Offplay weiß das, aber Bunny ja nicht. Ja, okay. Ja, dann läuft sie noch ein bisschen vom Eingang weg und setzt Grumpy und Bunny auf den Boden. Dann helft mir suchen. Ihr könnt sie vielleicht besser überzeugen als ich. Ich flitze mit meinen kleinen Beinchen los und hobbel durch die Gegend und suche die beiden. Ich suche nach großen Verstecken, wo Fred sich irgendwie verkriechen könnte. Und ruf auch immer nach Fred, weil ich weiß, wer noch nach Stuhl steht. Bebt immer weiter die Erde und irgendwie immer mehr Boden sackt in der Mitte ein, ungefähr auf der gleichen Stelle, wo das Portal in den Tiefen gewesen sein muss. Und irgendwann erreichen auch Nona und Fred mit der Näherin irgendwie den Weg nach oben und klettern nach oben und kommen dann auch irgendwie an der Baustelle oben an. Und das Erste, was ihr seht, ist wie so ein riesiger Kran, der da steht, irgendwie durch das Erdbeben umstürzt. Und so eine Highway-Brücke, die gerade irgendwie im Aufbau war, einfach mit sich runterreißt und kaputt krachen lässt. Ja, die Erde bebt halt die ganze Zeit. Jetzt kriegt Nona Angst. Zum einen, weil das Kind das verursacht hat. Und zum anderen, weil sie da irgendwie mitgeholfen hat, obwohl sie sich nicht wehren konnte. Und sie zieht Fred, wir müssen ganz schnell weg hier. Hier geht alles kaputt, schau. Bunny hüpft immer noch rum auf der verzweifelten Suche nach Fred und Nona weiterrufend. Aber Nona, wir können doch Grumpy und Bunny nicht einfach hier allein lassen. Ja, und so, ihr hört jetzt auch durch das ganze Getöse, was dort ganz leise irgendwie neben dem Erdbeben und dem Geschrei der großen Trampler und irgendwelchen komischen Autosirenen, die Nacht durchhellen und dem ganzen Knirschen und des Stahls von dem umgekippten Kran, der auf dem Boden gepocht ist, hört ihr immer noch so ganz leise so das Rufen. Fred, Nona! Wollt ihr euch weiter verstecken oder wollt ihr irgendwie offen irgendwie weglaufen? Ich tu, was Nona tut. Ja, Nona hört das. Aber für Nona ist gerade in ihrem Kopf: Mein Kind, das ich so lange gesucht habe, ist mit irgendwem, den ich nicht kenne und der sich ganz komisch benimmt, sobald Plüschis in der Nähe sind.
unterwegs, macht mich tot, zwingt mir ihren Willen auf, benutzt mich für irgendwas und wegen diesem Ding stürzt jetzt hier alles ein und alle Trampler laufen schreiend weg. Ich hatte aber recht. Trampler machen wir eh nicht. Mögen wir ihn. Ja, aber, ne, also... Ja. Wenn Trampler weglaufen, laufen auch irgendwann Kinder weg, weil Kinder sind ja auch nur kleine Trampler. Es kann nicht so gut sein, was sie da gemacht hat. Vor allem, weil, stell dir mal vor, wir wären unten in dem Ganggebiet leben. Und Mona würde Fred angucken und sagen, Fred, wir müssen uns jetzt entscheiden. Entweder wir gehen nach Plüschfels und retten die Kinder. Oder wir gehen zurück zu Grumpy und Bunny. Aber ich sag dir was, das hier ist unsere Schuld. Das hat sie mit uns gemacht, sie hat uns gezwungen, sie hat uns benutzt, Fred. So als wären wir überhaupt nicht lebendig, als wären wir total egal. Sie sagt uns nicht die Wahrheit, sie lügt. Sie ist ein großer Trampler geworden, sie ist kein Kind mehr. Aber... Ich kann sowas nicht. Ich kann sowas nicht entschaffen und ich kann keine Welten retten und ich kann keine Kinder retten. Ich bin doch nur ein Fred. Ja, Nona nimmt Fred ganz fest in die Arme und ich bin auch nur ein Teddy. Aber die Näherin kann die Kinder retten. Ich schau mal, ist die Näherin mittlerweile wach geworden? Nee, ist immer noch. Durch das ganze immer noch Turbulenten. Lustlos. Okay. Sie haben sie eingesperrt, Fred. Wenn die Näherin weglaufen wollte, dann gab das einen Grund. Okay. Ich vertraue dir, Nona. Ich komme mit dir. Gut. Und wenn wir die Näherin nach Plüschfels gebracht haben, dann kommen wir zurück und holen Bunny und Grumpy hier raus. Also ihr lauft ein bisschen versteckt also durch die Gegend und hinter euch so eine Minute später oder so kommt auch der alte Mann mit dem Plüschreiter auf dem Arm irgendwie hochgeklettert. Ist irgendwie total aufgeregt und läuft dann auch Richtung Kind. Und das ist nicht das, was du versprochen hast. Das ist nicht das, wie es sein sollte. Das ist viel zu groß hier, viel zu groß. Und dann in dem Moment gibt es eine Riesenexplosion und der Rest von dem Boden in der Mitte der Baustelle explodiert quasi wie ein Vulkanausbruch nach oben. Und man sieht diese grünen und blauen Funken, wie sie aus dem Boden nach oben sprühen. Und ein tiefes Grollen hört man weiter. Und dieser Vulkan irgendwie frisst sich so langsam nach außen weg, sodass es immer größer, immer größer, immer größer wird. Und der Alte zieht... das Kind so am Ärmel, komm, wir müssen hier weg, wir müssen hier weg, wir müssen hier weg. Und dann das Kind so, Bunny, Grumpy, wir müssen hier weg, schnell. Ein letzter verzweifelter, kläglicher Aufruf nach Fred und Nonna. Und dann muss ich, glaube ich, zum Kind, weil so mutig ich auch sein mag, oh mein Gott, das bricht gerade alles zusammen. Ich will auf ihren Arm. Ich weiß nicht, irgendwie... Ja, Fred hört noch einmal ein letztes von Bunny so ein. Fred, Nona! Ja, wir flüchten uns hinter den Baustellenzaun. Es gibt dieses Loch im Zaun. Genau. Und da wieder raus. Mhm. Ja, Fred guckt sich wahrscheinlich noch einmal kurz zu dem Kind um oder so. Mhm. Und dann siehst du eine riesen Pranke, die irgendwie aus diesem Loch im Boden irgendwie nach oben schießt und sich irgendwie fest in den Boden reinkrallt und das die Erde nochmal groß erschüttert. Und das nächste, was du dann mitbekommst, ist, wie eine weitere Explosion im Himmel passiert. Irgendwie oben ist ja Nacht. Irgendwie der Sternenhimmel scheint aufzureißen und es kommt ein Regenbogenexplosion und kleine funkelnde Sternchen flimmern und fallen so leicht zu Boden und ihr hört wieder das Schlagen von Schwingen und diesmal siehst du auch, wie ein großer Drache sich manifestiert über diesem Loch. Einmal im Kreis fliegt und du meinst dann, dass er sich ganz kurz genau dich anguckt.
dir einmal mit dem Auge zuzwinkert und dann einen Regenbogen-Feuerschwall Richtung Loch loslässt. Das, ich kenne den. Ich kenne den. Ich weiß, wer das ist. Das ist der, der auf mich aufgepasst hat. Das ist der, wegen dem ich unsichtbar war und wegen dem ich vorhin so laut war da hinten. Und das ist, ich kenne den. Nona, guck doch mal. Nona dreht sich um. Ja, auch die anderen können den Drachen irgendwie sehen und irgendwie, ja. Das Kind scheint zu erschrecken, der alte Mann scheint zu erschrecken. Und es entbrennt jetzt, also aus dem Loch steigt eine merkwürdige, total surreale Gestalt mit mehreren Armen, mehreren Tentakeln am Kopf und irgendwie aus den... Es ist nicht Cthulhu, aber es ist es sieht nicht von dieser Welt aus und es entzieht sich manchmal auch dem Blick. Also es ist dann so, als ob man so in so ein verpixeltes Selbst, in so eine Luftspiegelung reinguckt. Und man kann einen kleinen Kampf beobachten. Das Ding ist noch nicht völlig aus diesem Tor herausgebrochen. Und der Drache spuckt weiterhin Regenbogenflammen Richtung Portal. Und das Ding antwortet mit schwarzen, surreal flimmernden Geschossen. Und es scheint ein Kampf im Gange zu sein dort. Ich feuer den Drachen an aus voller Teddybärenkehle. Was passiert da? Mal so an Grumpy und unser Mädchen gerichtet. Ich weiß also, es nicht. Das war so nicht geplant. Ich will dir mal was sagen. Vielleicht ist es dir vielleicht neu. Aber ich glaube, das war nicht so klug, was du da gemacht hast. Aber vielleicht lernst du ja daraus. Du hast mir ja gesagt, das Loch muss weg. Ja. Ja, und als Nona noch anfeuert, ist das Nächste, was ihr seht, wie diese riesige Pranke aus dem Boden nach oben greift, den Drachen am Hals erwischt, ihn einmal nach unten zieht und mit voller Wucht auf den Boden presst, sich dann an dem Drachen nach oben zieht und eines der vielen Mäuler und der vielen Köpfe, die dieses Ding hat, beißt dem Drachen einen Flügel ab. Nein! Und ja. Das ist mein Drache! Das ist mein Drache! Ja. Fred verfällt in Berserker. Ja, ganz genau. Ich habe die Fähigkeit Berserker, oder nicht? Ja. Warum kann ich nicht meine Klappe halten? Also ganz ehrlich, das ist keine Entscheidung von mir, aber ich weiß ja nicht, wie Berserker hier in diesem System geregelt wird, aber von den meisten Systemen, die ich kenne, wird es getriggert. Man sucht es sich nicht aus. Wenn irgendetwas den Berserker von Fred triggert, was soll es bitte schon sein, wenn nicht das? Ja, ist deine Entscheidung. Frage ich euch gerade. Ja, also doch. Ich finde Berserker völlig angebracht, wenn ich ehrlich bin. Also ehrlich gesagt, ja, Berserker und auf das Ding. Ja, go. Das Ding ist ungefähr 100 bis 200 Mal so groß wie du. Aber gut, du stürmst auf das Zug. Dann auf den kleinen Zeh. Auf Berserker hat man keinen Einfluss. Was machen also die anderen, als Fred losstürmt? Ich fange an, um Hilfe zu rufen. Ich fange an, um Hilfe zu rufen unter die Erde fest. Ja. Und, ja. Grumpy und Bunny können dann inzwischen Nona und Fred dann auch entdecken. Da sind sie! Hier, da! Was macht Fred da? Oh Gott! Ja, Fred läuft los Richtung Kampf und der Regenbogendrache kämpft sich gerade frei von der Pranke und beißt einmal in die Pranke hinein und reißt ein großes Stück Schwärze aus der Pranke heraus. Und die Wunde schließt sich aber sofort wieder. Und während eine zweite Pranke aus dem Loch auftaucht und den Drachen dann mit einem gewaltigen Hieb gegen einen Brückenpfeiler krachen lässt, der natürlich zerberstet,
Und Fred läuft quer über den Hof und hinter Fred merkt man jetzt auch ein bisschen Getrampel, weil das Kind hinter Fred her. Nein, Fred, nein! Ja, und Fred hört und sieht nichts mehr, er hat nur noch eins im Sinn. Ja, dann ich lauf Richtung. Ich will dem Drachen helfen und. Lauf Richtung 4 und mach eine Attacke. Ja, mit Prügeln oder einfach genau, normal. Mit der Art, mit, die du willst. Beschreib mal schön, was du machst. So. Okay. Also das Ding ist so groß, du wirst es auf jeden Fall treffen. Ich glaube nicht, dass du daneben schlagen kannst. Nein, die Frage ist, die Wunde, die der Drache gerissen hat, ist die irgendwo im Boden näher oder ist die für mich vollkommen unerreichbar? Die Pranke, die hat sich auch schon wieder geschlossen. Also jetzt sich sofort wieder, der hat so ein Stück Schwärze aus der Pranke rausgerissen und es ist sofort wieder. Also keine offenen Wunden? Nee. Gut, von mir erreichbar. Was kann ich erreichen und was könnte davon besonders empfindlich sein? Großer C. Hat das Ding einen großen Zeh? Ja, aber das ist wahrscheinlich noch unten im Loch drin. Also, ach so, das ist ja noch nicht ganz rausgestiegen, das Vieh. Pieks ihm irgendwie in den Bauch oder beiß ihm die Eier ab oder so. War ja, kann ich auf dem Weg, dass ich hinrenne, da liegt doch jetzt bestimmt Haufen Splitter und alles rum. Ja, ja, definitiv. Kann ich einen richtig schönen großen Holzbrett-Splitter finden, ja. Ding nehmen? Ja. Okay, dann passiert Folgendes. Fred rast einfach mit abartiger Geschwindigkeit auf dieses Ding zu, schnappt sich auf dem Weg einfach im Laufen einen Holzpfahl, ja, hält den vor sich wie ein Rambock ja. Und rennt mit dem Rambock im Rüssel volle Kanüle auf dieses Monster zu und sucht sich, Bauchgegend, ich weiß nicht, was für mich erreichbar ist, auf jeden Fall das ist, vielleicht den Bauchnabel, die empfindlichste Stelle. Mhm. Auge. Draufhalten, Auge werde ich nicht erreichen können, oder? Ja, ist zu weit oben, ja. Ja, die empfindlichste Stelle und mit voller Kraft den, Von irgendwoher scheint man sowas zu hören wie und ja, ich werfe dann auf Stärke, denke ich. Ja. Okay. Ich erspare dir das Gewürfel mal. Okay. Mhm. Der Einschlag passiert. Du prallst mit deinem Rambock gegen das Ding. Der Rambock dringt tief in diese schuppige, schwarze, flackernde Haut ein. Das Ding dreht sich einmal kurz zu dir um. Und durch die Bewegung, durch die Drehung alleine schon, wirst du mit deinem Pfahl zusammen zur Seite gezogen. Mhm. Ja. Und hinter dir, nein, Fred! Und die anderen sehen halt, wie das Kind irgendwie hinter Fred hinterherläuft. Ich halte mich weiter an dem Pfahl fest und versuche ihn, sobald ich mich wieder etwas auf den Beinen habe, in den Pfahl weiter reinzudrücken. Ja. Eins dieser Tentakel holt aus, schwingt nach oben und würde in den nächsten Sekunden auf dich niederprasseln. Das Ding ist so groß, dass selbst wenn du jetzt einen gewaltigen Satz nach rechts oder nach links machst, du wirst ihm nicht mehr ausweichen können. Und das Kind stürzt sich nach vorne, sagt, nein, Fred! Und ist noch vor dem Tentakel vor dir. Schmeißt sich auf dich und du siehst noch irgendwie, guckst nach oben, müsst zwar noch im Berserker rauschen, willst dem Ding wehtun, aber guckst jetzt nach oben, siehst dann das tränenübersäte Gesicht von deinem Kind. Fred, wie konntest du nur? Und dann das nächste, was du merkst, ist so ein kleiner Einschlag. Puff. Und die Kind über dir ist erschlafft und die anderen haben halt gesehen, wie das Kind sich auf Fred draufgeschmissen hat, während das Tentakel nach unten schießt und halt das Tentakel hat beide getroffen und es gab eine große Staubwolke. Und dann geht das Tentakel wieder hoch und Bunny da und beide liegen, drin? Also das Kind liegt dann da am Boden. Also ich war ja auf jeden Fall auf der Schulter von dem Kind, also ja, die hat er euch ja abgesetzt, als sie hinter Fred hergelaufen ist. Ah, ach so, okay. Ja. Ja.
Ja, und das, der Drache kommt noch einmal wieder, spuckt noch einmal Feuer. Und ja, das wird von diesem Ding aber abgewehrt. Und dann materialisieren sich schwarze, ledrige Schwingen. Und das Ding setzt an und zieht nach oben in die Lüfte und lässt einen schwarzen, modrig riechenden Strahl auf den Drachen herabfahren, und der ihn voll trifft. Und der Drache verliert seine Gestalt und ist nicht mehr zu sehen. Und dann zieht das Ding noch einmal stark mit den Schwingen an, und ihr merkt den Lufthauch und schwingt sich in die Lüfte. Und es fliegt immer höher und immer höher und immer höher und hinterlässt nur dieses Loch im Boden. Und daneben liegt das Kind. Ja gut, dann, nachdem ich mich von dem Luftdruck, den die lederen Schwingen wahrscheinlich ausgelöst haben, aufgerappelt habe. Ja, also es hat euch wirklich auch so von den Beinen gehauen, weil das war schon ziemlich... heftig. Ja, ich bin wahrscheinlich auch durch die Luft geflogen, weil ich bin ja nur ein Teddy. Genau. Irgendwo gegen geknallt, wieder hochgekommen und dann nichts mehr hinlaufen. So schnell wie es geht. Ja. Das Kind liegt ziemlich zerschunden, also die Kleidung ist zerrissen, irgendwie blutet aus mehreren Wunden, liegt am Boden. Was ist mit mir? Ja, du liegst unter dem Kind. Kann ich mich unter dem Kind wegrollen oder kannst dich frei bin ich irgendwie wühlen. Bei mir? Kannst dich frei wühlen, ja. Oder bin ich... Du bist bei dann dir, du bist völlig ich mich bei unter dem, dir. Unter dem Kind frei? Was ist denn das? Was ist da passiert? Irgendwann, Nona, Bunny und Grumpy bei dem Kind ankommen, sieht man dann irgendwann so einen Rüssel irgendwie unter dem Kind hervorlugen und sich rausziehen. Und dann irgendwann sieht man den Kopf von Fred und macht so plopp, dann ist er da unten raus. Guckt sich so in Fred-Manier so um. Und dann, ja, und wenn ich das Kind dann sehe, werden die Knopfaugen plötzlich ganz, ganz groß und sagen, nein, 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 nein! Und ich renne hin und... Bist schon und, da. Ja, also ich quasi direkt da dran und so, hey, was ist denn? Aufwachen! Der Rüssel stupst so ein paar Mal gegen den sich nicht bewegenden Körper. Tupf. Ja, du musst aufwachen, wir müssen jetzt weg. Sagst du an der Ankommen, ne? Also ein paar Gegen weggepustet und so. Bewegt sich nicht. Plopp. Leg da nicht einfach so rum! Ja, und die anderen kommen jetzt auch an und sehen, wie Fred da an dem sich nicht bewegenden Körper rumdrückt. Ja, Nona sieht ja quasi die Wunden und würde jetzt einfach mal versuchen, sie kann das ja bei Plüschis, warum nicht auch bei Menschen? Ja. Ich habe gewürfelt 38, hätte ich geschafft. Ich weiß aber nicht, ob es was bringt. Also ich würde mir eine Wunde erstmal vornehmen. Wirst du feststellen, dass da kein Leben mehr drin steckt in diesem Körper. Ja, dann setze ich mich erstmal hin. Puff. Glauben, so nach hinten. Nona fällt nach hinten. Ja, genau. Fred stupst weiter dagegen. Nein, hallo? Was machen Bunny und Grumpy? Nee, irgendwann, wenn ich merke, dass Nona... Lass das mal Bunny und Grumpy. Grumpy schüttelt den Kopf und guckt nochmal sich um, irgendwie, ob er diesen Typen mit der Narbe irgendwo sieht, ob der noch irgendwie rumsteht oder ob der schon weg ist. Und, nicht zu sehen. Ja. Grumpy guckt einfach apathisch und ja.
habe Blei gebracht. Das ist eine schlechte Idee mit dem Loch. Ich komme mal langsam näher gehoppelt. Was ist denn hier passiert? Was ist denn jetzt? Ich glaube, sie ist kaputt gegangen. Ich kann nichts machen. Ich kann sie nicht reparieren. Ich guck mir das nochmal genau an. Wie sieht diese Situation da gerade aus? Euer Kind liegt mit dem Kopf nach unten am Boden, auf dem Rücken übersät mit vielfachen blutklaffenden Wunden, teilweise bis zur Wirbelsäule aufgerissen. Ja, und es blutet halt aus allen Ecken und Enden, liegt in der inzwischen schon sich weit ausbreitenden roten Lache. Sieht ziemlich zerfetzt aus. Aber das kann doch gar nicht sein, dass sie jetzt tot ist. Ich hoppel mal hin und heb mal so einen Arm hoch und ich versuch sie mal irgendwie. Nein, das geht nicht. Die kann jetzt nicht tot sein. Das ist doch. Kein Leben. Warum hat sie das gemacht? Ja, Fred, warum? Naja, also sie wollte Fred retten, glaube ich, und dann hat das dumme Vieh aus dem Loch, das Lochvieh hat sie dann kaputt gemacht. Und dann, Ja, aber warum hat sie das Loch gemacht? Ja, weiß ich auch nicht, weil der blöde Namentyp. Ich glaube, wir sollten diesen. Ich weiß auch. Ja, das finde ich allerdings auch. Dieser blöde Nabentrampler, dem gehört der Arsch aber sowas von aufgerissen. Der ist an allem schuld. Der hat unser Kind verdreht. Der hat gemacht, dass sie komische Löcher macht. Oh, und jetzt liegt sie hier und er muss machen, dass sie sich wieder bewegt. Nona? Ja, Fred? Nona? Bin ich schuld? Nein. Fred, das ist das Dümmste, was du je gesagt hast. Das ist auch das Dümmste, was mir passiert ist. Ich realisiere jetzt erstmal unsere Umwelt, höre die ganzen Sirenen. Wir müssen hier weg. Die großen Trampler werden kommen. Und wenn sie uns finden, dann können wir nichts mehr machen, um den Narbentypen aufzuhalten. Wir müssen zur Bar. Wir müssen den anderen erzählen und wir müssen die Näherin mitnehmen und weg. Das kann doch hier alles gar nicht sein. Ich heb noch mal den Arm von unserem Kind hoch. Los, wach jetzt auf. Los, aufwachen. Bunny, ich glaube, sie schläft zu tief. Bunny, das Beste, was wir jetzt machen können, ist bittere Rache dem blöden Abendtuten schwören und die Näherin mitnehmen und dann machen wir... Ich weiß schon ganz genau, was ich mache mit diesem verdammten... Bunnys Ohren kräuseln sich so langsam runter, bis sie ganz schlaff irgendwie neben dem Kopf hängen. Und sie hebt nochmal den Arm von dem Mädchen hoch. Bitte, bitte, wach jetzt auf. Bitte aufwachen. Es wird nicht passieren, dass sie aufwacht. Und so verweilt er noch einige traurige Momente neben dem geschundenen Körper von eurem Kind. Bis ihr dann irgendwie schon einseht, dass ihr hier weg müsst. Wie Nona schon sagte, die Trampler kommen. Noch einmal blickt ihr euch um. Seht noch einmal auf den Körper herab von eurem Kind.
verlasst dann die Baustelle durch das Loch im Zaun. Und noch einmal geht der Blick zurück. Das kann nicht wahr sein. Und doch ist es wahr. Die Welt sieht in diesem Abend, in dieser Nacht, fünf kleine Plüschis, wie sie in den Schatten verschwinden, sich verstecken. Und die Welt sieht einen großen, dunklen Schatten über die Lüfte schweben. Und hier endet der Teil, es beginnt von Plüsch, Power und Plunder. Ich bedanke mich bei den Spielern von Nona, Bunny, Fred und Grumpy. Und was das Ganze ausgelöst hat und wie es weitergeht, das weiß momentan nur der große Alte, der da schläft. Mal sehen, ob es weitergeht oder ob es nicht weitergeht, wann es weitergeht. Ihr werdet es erfahren, wenn ihr auf dem Nerdpool auf dem Laufenden bleiben wollt, www.nerdpoolforum.de. Bis dahin sag ich mal, habt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem wann ihr es guckt. Schön, dass ihr dabei wart. Danke an meine Spieler. Schlaft schön.